mit 25, 26, du kommst ins Game und nennst jeden erstmal Hurensohn. Ne? Ja. So, no. Ey, aber bei vielen habe ich recht gehabt. Und auch die Stimmung im Stadion, das war für mich persönlich einer der geilsten und besten Momente, die ich je in meinem Leben erlebt habe. So ein Justin, weißt du, ich will den jetzt hier auch nicht tot beleidigen oder so, aber das ist für mich ein klassisches Opfer. Das ist kein cooler Typ. Wir machen jetzt von den Leuten Portemonnaie Talk. Wir holen Portemonnaie raus, wie viel Geld man hat. Okay. Komm, mich holen, dann kannst du sehen, ich habe nichts. Okay. Nur komm. Rechnungen. Was gab Freunde? Mein Name ist Bruce, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yes, yo, es ist soweit. Jahresrückblicksfolge, diesmal zu Gast Farid Bang, natürlich. Wir haben mit dem Banger gesprochen über sein persönliches Jahresrückblick. Ich denke, einer der Highlights für ihn war, er war beim Marokko-Spiel Halbfinale in Doha und vieles mehr, Freunde. Ich halte das Intro kurz. Viel Spaß bei dem Talk mit Farid. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Yes, da sind wir. Wie geht's dir? Gut, gut, selber? Grüß dich so aus, fresh. Du auch, immer. Danke, danke. Oh Mann, was für ein Jahr. Freunde, Jahresrückblick, privater, beziehungsweise ein persönlicher Jahresrückblick mit Farid. Eigentlich ist krass, dein Jahr muss ja krass aussehen. Aber auf dem Level, wo du bist. Also, wenn du jetzt sagst, Jahresrückblick, spontan, ganz spontan, WM wahrscheinlich das Ding, ne? Weil das gerade aktuell war in deinem Kopf. Plus 8 Kilo Muskelmasse. Ja, gut. Das ist das Wichtigste. Ist das ganze Ding bei dir immer nur, okay, Muskel da, Aufbau da, wie Sommer? Viel? Ich mache immer zum Jahresdings so einen Check beim Arzt. Yeah. Der soll die Muskeln abwiegen. Und in diesem Jahr waren das 7. Nee, eigentlich das Jahr war gut. Ich teile das in zwei Hälften auf. Yeah. Die erste Hälfte und die zweite. Und beides hat so seine Phasen. Und die Hälfte ist so von Januar bis Juni, oder? Ungefähr, ungefähr. Oh, okay, okay. Ich dachte, ungefähr. Vielleicht sagst du, Release ist eine Hälfte, Freizeit ist Juni eine bis, Hälfte. Januar bis Juni war Release. Okay. Auch, also das ist für dich, das ist Konzentration, Arbeit. Genau. Dann ist bis genug. Du bist ja immer, normalerweise, ich sehe dich ja immer, wenn wir uns sehen, du bist auf dem Weg irgendwo hin, meistens USA oder so. Hast du dieses Jahr USA gemacht? Nee, habe ich nicht mehr, habe ich nicht gemacht. Nee. Nein, dieses Jahr bin ich zweimal, glaube ich, nee, dreimal gereist. Dubai, Doha. Das ist eins, Dubai, Doha. Also hast du ein Ding gemacht, okay, okay. Mexiko. Ah, okay, stimmt, ey, du warst in Mexiko, stimmt. Und Spanien. Wo Spanien? Ibiza. Ah, okay, ja, gut. Und Barcelona, und ich war, nee, sogar viermal, und ich war... Barcelona, Paris, auch nochmal so eine Tour haben wir auch gemacht. Wie ich, interessant, dass in meinem Kopf... Aber du bist nicht gereist. Ja, ich bin kaum gereist. Ich überleg Wo warst grade, du dieses Jahr? Ich überlege gerade. Sonst bist du auch gerne nach Ibiza gewesen. Ja, ich war viel immer... Ja, kennst du ja. Ich war letztes Jahr, genau um diese Zeit, war ich am Krankenhaus. Ja, ich erinnere mich. Ja, richtig. Scheiße da und... ich habe die ersten... Mein Jahr ist die erste halbe Jahr... Sogar früher warst du letztes Jahr im Krankenhaus. Nee, letztes Jahr... Ende November. Ende November, ja. Ende November bis Dezember, genau. Fast ein Jahr. Ja. Nee, ich habe... normalerweise reise ich auch viel, aber dieses Jahr habe ich die erste Hälfte meines Jahres war recovern erstmal, wieder gesund werden richtig und klarkommen. Immer noch viel mit Ärzte und so. Aber ja, ich glaube, hoffentlich nächstes Jahr werde ich meine Reise wieder machen, ey. Inshallah. Ich hatte mir die ganze Zeit auch überlegt, ob eine Woche Dubai jetzt gut wäre, jetzt im Winter. Einfach wegen Sonne abkriegen, ein bisschen Licht und so. Oder Ibiza jetzt vielleicht über Silvester. Dubai ist der letzte Rotzer. Zwei Tage, Bruder. Man muss sich mal was Neues einfallen lassen. Ja, das stimmt. Dubai ist echt, Bruder. Das ist. Warst du schon mal in Vegas? War ich auch, ja. Ja, genau. Wie würdest du das vergleichen? Ich sag immer, das ist sehr ähnlich wie Dubai, ne? Also künstlich alles und irgendwie außerhalb dieser genau, Ecke genau. Ist nichts mehr. Ja, Dubai ist schon vielseitig, also ein bisschen vielseitiger als Vegas. Das hat ein bisschen mehr zu bieten. Ne? Ich will das auch jetzt nicht so ganz schlecht reden. Aber insgesamt, Bruder, was ist da passiert in Dubai? Da siehst du nur Scammer, nur Deutsche. Du siehst da nur, jeder will dir was verkaufen. Du kommst da an, wenn du bei Instagram reingehst. Ey, Bruder, wenn du ein Auto brauchst, wenn du das brauchst, wenn du hier brauchst, wenn du das brauchst, wenn du hier. Leute, ich bin hier hingekommen, um zu ficken, dass mir eine Frau schreibt. Auf einmal schreibt dir einer, ey, ich will dir ein Auto. Der Nächste schreibt dir, ey Bruder, ich habe hier gute Investmentmöglichkeiten, wenn du auch eine Immobilie hier suchst, fick doch deine Mutter, ich suche eine Immobilie für einen Abend und eine Frau dazu. Was ist los, Alter? Ach, Dubai ist echt der letzte Rotz. Das hat sehr schlechten Ruf gekriegt, leider durch die ganzen Influencer auch, diese ganzen Aussteiger.
Steuern nicht zahlen, dahin gehen, Business an. Jeder ist plötzlich voll der Steuerexperte geworden. Ja, und die Prostitutionsrate ist dann natürlich auch sehr, sehr hart angestiegen. Enorm, ne? Alter, enorm. Also das heißt, und dadurch natürlich auch die Preise. Das ist jetzt nicht zwingend zum Vorteil für mich. Was ich immer sage ist, die Leute, die machen so auf Steuerexperte, aber dann sage ich immer, Bruder, es lohnt sich gar nicht für jeden runterzufliegen, Steuern zu sparen. Du verdienst doch gar nicht so viel. Ja, du musst ja erstmal eine gewisse Summe verdienen, dass sich das lohnt. Bruder, die Reise und die Miete und das, da macht der Verlust. Aber Bruder, die weißt du, wie die Leute. Die Leute, die sind so, die kriegen so Fear of Missing Out, so, hey, ich muss auch, ey, alle sind da, ich muss. Manche auch. Leute, die sind so, der ja. lässt sich, der sagt, boah. Lieber lasse ich mich in den Arsch ficken, bevor ich 5.000 Euro Steuern zahle. So, oh, das Mann, ist ey. Die Mentalität da. Bro, also insgesamt für mich, ich finde das geil. Dubai, ich war vor 10 Jahren oder so das erste Mal da. Boah, aber da muss das anders ausgehen. Das war ganz anders ja. da, genau. Da hat sich viel verändert, vieles verändert. Ne? Ich will es jetzt auch nicht komplett kritisieren, wenn das Wetter geil ist und du musst dich halt gut beschäftigen. Du musst dich, ja. Jetzt ging halt die Sonne früh unter, um 17 Uhr ging die Sonne unter, wenn du dann um, was weiß ich, bis 12 Uhr schläfst und das Wetter war auch nicht so geil, weißt du, ich liebe viel Sonne, ich bin jemand, der den ganzen Tag in der Sonne liegt, dann ist das okay, aber für mich persönlich ist Dubai nicht mehr so attraktiv wie früher. Auch weil du da viel gesorgst aus Deutschland. Was man da, trifft zufällig, man geht einem Mall, trifft genau, zufällig ein paar Leute so. Die du da was auch nicht denn? Begegnen willst. So. So. Ja, das ist so, Bruder. Das hast du gar keinen Bock. Da sind so viele Leute, denen du überhaupt gar nicht begegnen willst. Und damit ja, fängt es schon an. Neues. Man stell mal vor, du gehst in den Urlaub und du sagst, oh, boah, warum treffe ich den jetzt? Ja. Weißt du, du man willst will ja weg, man will weg. Genau, aber, du willst locker sein, weißt du? Und das ist es. Ich muss sagen, wir haben darüber schon mal geredet, aber das ist krass. Auf der Größe, auf dem Level, auf den Erfolg, wo du bist, würde man normalerweise erwarten, dass du schon irgendwo anders wohnst und so. Aber du wohnst immer noch Düsseldorf, so wie ich dich kenne, wohnst du auch immer noch in derselben Straße. Wieso eigentlich? Alle sind weggezogen, nur du nicht. Bruder, ich muss hier bleiben. Ich muss hier bleiben. Ich bin der Bürgermeister hier. Nein, meine Familie ist hier, meine Mutter. Wo soll ich hingehen? Weiß ich, Karl wäre ja jetzt ungern und leider unsere, es lässt es nicht zu familiär. Wir haben eine Oma hier, ich habe eine Oma hier, die ist jetzt auch ein bisschen älter und die macht sowas nicht mehr mit. Du kannst jetzt nicht mit zu ihr sagen, ey komm, wir gehen nach Spanien oder nach Las Vegas oder. Ja, aber würdest du sowas in Betracht ziehen normalerweise? Aber für so mich selber. Weil ich meine, guck mal, wer alles, zum Beispiel, keine Ahnung, Bubba wohnt schon in Miami, der diese ganzen, dass man einfach auch woanders. Man kann ja zum Beispiel Crow wohnt in, also um ein deutsches Beispiel zu nennen, Crow wohnt in Bali einfach und macht von da aus seine Karriere. Ja, war sogar in den Top 10 der meistgestreamtesten Artists einfach wieder. Geil. Auch so krass. Also es ist möglich, wenn man eine gewisse Größe hat. 100%, also ich könnte es mir leisten, aber im Endeffekt, ich habe meine Familie hier und das. Das ist eigentlich ja, das ist so was, wo das nicht geht. Mhm. Und vor allem, ich bin ein wichtiger Teil meiner Familie. Und da muss er eigentlich immer hier am Start sein. Und deswegen bin ich ungern weg. Und es ist jetzt auch nicht so, so bin ich auch fokussierter hier. Wenn ich irgendwo anders wäre, dann wäre ich vielleicht nicht den ganzen. Ich glaube nicht, wenn ich in Ibiza leben würde oder so. Dass ich da jetzt Deutschland so im Kopf hat. Dass ich dann den ganzen Tag Musik machen würde oder bei Twitch sitzen würde, sondern ja. würde ich mir. Mit Sicherheit einige andere Beschäftigungen suchen, die auch wahrscheinlich was länger dauern als eine Twitch-Session bei mir. Ja, voll. Ich meine, ganz ehrlich, Düsseldorf ist jetzt auch nicht das Schlechteste, muss man auch sagen. Ich habe mal so eine, es gibt so eine Welt-Ranking auf der ganzen Welt und eine der beliebtesten Städte weltweit von den Bürgern selbst ausgewählt, Düsseldorf. In den Top 15 sind die. Wir haben ja nie woanders gelebt, ne? Deswegen können wir das nicht beurteilen. Aber Düsseldorf ist schon cool. Aber du bist auch nicht in diesen. Es gibt da in Düsseldorf diese Stadtteile, wo man als Junge nicht hingegangen ist, weil man dachte, so, die gucken einen mit einem Auge an. Ob das, Meerbusch ist ja auch nicht mehr Düsseldorf, aber so Meerbusch oder zum Beispiel über die andere Seite von der Brücke. Oberkassel. Oberkassel und so. Aber da bist du auch nie hingezogen. Straight up deren Dorf. Ich bin oder Bilk oder sowas. Immer in deren Dorf. Auf jeden Fall. Ja, Bruder, das kein ist Bock ja... Kein Bock gehabt, so eine Villa in Oberkassel ist doch der Traum von allen. Ja, aber das ist nicht real.
Ich gehöre nicht zu denen. Yeah. Ich bin immer nur hier und. Oder Marc Chagall-Straße, so. Da. Nee, das ist nicht so geil. Das, ich habe mir da mal eine Wohnung angeschaut auf der Marc Chagall-Straße, aber ist nicht so. So, ist nicht so geil. Das ist ein geiles Feeling, Oberkassel. Meerbusch ist cool, ne? Wenn du da hingehst, kannst du da irgendwo mal was essen gehen oder so. Aber da wohnen ist langweilig wahrscheinlich. Außerdem habe ich immer gedacht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich da durchfahre, Bruder, wenn ich hier wohnen würde, die Nachbarn würden den ganzen Tag so machen. Ja, die würden dir bestimmt. Ja, die würden da eh nicht gehen. Klar, Mann, du bist doch da. Die werden dich doch, genau, die geben dir kein Gesicht. Ja, dann muss man auch nicht dahin, Alter. Das ist ja auch, man muss ja auch nicht irgendwie reich werden oder Geld machen, um zu werden wie die, sag ich jetzt mal. Weißt du, ich meine? Ja. Du musst du selber bleiben. Das ist es. Ja, ich meine, gut, du kommst auch gut rum. Apropos, du hast gerade angesprochen, das wollte ich dir eh fragen. Dieses Jahr ist auch sehr geprägt. Letztes Jahr fing das schon an mit Twitch. Dieses Jahr ist sehr geprägt Twitch. Twitch, nicht nur Rap-Szene, Twitch ist das Ding geworden. Und du bist ja dann auch irgendwann eingestiegen und muss sagen, witzigerweise auch sehr erfolgreich. Du hast ja Monsterzahlen gehabt. Dann hast du eine geile Sache gemacht, sehr futuristisch eigentlich, sehr absoluter Trend. Dieses, was alle über Metaverse reden und so, da hast du schon gemacht. Du hast einen Auftritt gemacht in Twitch. Mhm. Fand ich eine geile Sache. Kannst du mal erzählen, wie das gekommen ist, für die Leute, die es verpasst haben? Durch das RP. Ja, du hast irgendwie... GTA RP habe ich gespielt. Ja, genau. Und das hat auch brutale Zahlen. Ich glaube, so 23.000 im Peak. Und dann hast du als deine Rolle, nicht Farid, sondern als deine Rolle... Hast du haben wir Konzerte gemacht. Da gibt es hier einen Doppelgänger sozusagen von mir. Ja. Farud Ben. Ja. Das ist der Edis der Breite. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an Edis, sehr, sehr guter Typ. Ja, der macht dich, ey, das ist so verrückt. Ey, wenn du das selber siehst, ne? Wie fühlt sich das an? Der macht echt, also ich bin ja kein Fan von diesen ganzen Stimmenimitatoren, weil das über die Jahre, da sind so viele geworden. Ja. Aber wenn du mir sagst, ey, wer ist der Beste von allen, dann würde ich sagen, Edis ist der Beste. Also zumindest deine Stimme ist krass. Weil er auch die Schlagfertigkeit hat und den Humor hat. Weißt du, der ist nicht einfach so die Stimme so einfach nach mal, ja, hallo. Der macht die ganze Attitüde nach. Genau, die Attitüde macht er und der spielt auch im RP die Rolle ganz gut. Oder hat sie gut gespielt. Und mit ihnen haben wir einen Auftritt gemacht und das kam sehr geil an. Und wir hatten auch ursprünglich zum Deutschrap brandneu, hatten wir auch vor, ein großes... geil. Auch da. ...einen großen RB-Auftritt zu machen. Allerdings ist das ausgefallen. aus Gründen. Ne? Aus Gründen, die... andere, die wir nicht nennen können. Aber ey, ich finde das sehr interessant, weil... Das ist ja eigentlich. Achso, ist dir das bewusst, wie krass das an einem Puls der Zeit ist, so einen Auftritt zu machen? Weil das Verrückte ist ja nicht nur, du hast einen Auftritt gemacht und normal Konsumenten haben das angeguckt, andere Twitcher haben das bei denen im Stream wiederum geguckt, deren Zuschauer haben dich gesehen, die vielleicht gar nicht Farid Bang hören. Mhm. Das ist ja ein Monster. Das war eigentlich müsste das jeder machen. Jeder müsste so ein Konzert machen. Geiles Ding. Und meine Idee wäre es danach auch gewesen, so ein weiteres Mal. Ich werde es mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder machen. Das hat da zu dem Zeitpunkt, war es mir nicht bewusst. Ne? Ja. Ich bin auch nicht in diese RP oder in diese Metaverse mit dem Gedanken da reingegangen. Ich habe mich damit null auseinandergesetzt. Aber... das hat Spaß gemacht und das hat sich so ergeben. Ne? So ein, dieses ganze RP, das lebt davon, dass sich die Sachen ergeben und man improvisiert. Und sowas auch mit dem Auftritt. Aber man muss auch sagen, da sind auch viele andere Rollen, die da auch mitgemacht haben. Ja, ja. Also das war ein RP-Auftritt von der ganzen, von allen, die da sind. Ja, das hat gut zusammen funktioniert. Genau, die ganzen Hauptcharaktere, dann haben wir jeden so einen Part gemacht, dann haben die sich so gedisst. Das heißt, das war insgesamt ein sehr, sehr geiler Moment. Ich hatte auch darüber, wir haben schon darüber geredet, ob man nicht auch zum Beispiel diese Rap am Mittwoch-Geschichten oder Tierstar oder so, diese Top-Tier-Takeover, diese Battle-Rap-Geschichte auch da drin machen könnte. Man könnte ein Battle-Ding da drin machen, dann würden die Rapper, die Battle-Leute, würden da so mit ihrer Figur da reingehen und dann so im Prinzip ein Freestyle online, Freestyle Battle online. Oder ja, man müsste sich das überlegen, wie man das macht. Ne? Ich glaube, wenn du da jetzt eine Figur hast, die sich die ganze Zeit so bewegt und du rappst im Hintergrund, ist das so ein bisschen langweilig, wird es langweilig. Du müsstest dir noch irgendwas Spezielles überlegen. Ja. So mehr Show oder mehr Gäste mit mehreren Leuten wäre das, glaube ich, einfacher zu machen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Show machst und da sind 10 Rapper dabei, ja.
dann ist das, glaube ich, spannender. Ah, jetzt kommt der, dann kommt der in den Part rein. Ja, ja, klar. Ja, ja, voll, voll. So müsste man das machen, glaube ich. Aber also, du bist ja, du hast jetzt in den letzten Monaten gar nicht mehr getwitcht, ne? Ich habe nicht getwitcht, ne? Ich habe die WM geguckt. Also das war erst, das war das Ding? Ich habe komplett jedes Spiel geschaut. Ja. Also hast du nicht diese Katar Dings gemacht? Nein, ich habe Katar nicht boykottiert. dass die Menschenrechte da, die sind ja genau da. Egal, das war. War dir erstmal egal. Nee, nein, die lebe ich ja in meiner Rap-Musik. Die verkörper ich in meiner Rap-Musik und da habe ich gedacht, ja komm, vielleicht lerne ich da noch was. Aber hast du überhaupt Gedanken darüber gemacht oder hast du dir gedacht, Bruder, wenn ich das jetzt gucke oder nicht, das wird nichts ändern? Was soll es denn ändern? Was muss denn geändert werden? Das sind, die haben ein Land, die haben andere Sitten. Hier ist ein Land, die haben Sitten und man muss alles akzeptieren. Ne? Ich bin hier aufgewachsen und wenn ich nach China gehe, dann haben die auch andere Sitten und dann muss ich mich da auch anpassen. Ich kann jetzt nicht in China, wenn die mir sagen, wenn die da ihre Sitten haben, oberkörperfrei rumlaufen durch die Stadt. Weißt du, ich meine, ich kann auch nicht nach Iran gehen, mich benehmen. Ich kann auch nicht in England gehen und mich benehmen. So ist die Welt. Und wenn man irgendwo als Gast ist, ist meine Meinung, man sollte sich dementsprechend vernünftig benehmen. Und genau wie hier auch, wie ich hier auch aufgewachsen bin. Und ich bin hier aufgewachsen mit deutschen Gesetzen, mit also wie jeder andere Deutsche auch hier. Wie du auch, wie wir alle. Und wir haben uns ja auch immer angepasst. Ich bin ja jetzt kein Schwerkrimineller oder sonst irgendwas. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns angepasst. Es gibt auch alle Leute, die haben sich nicht angepasst. Ey, das ist natürlich 100%. Das ist ja dann nicht mein Problem. Ich bin ja nicht der Bürgermeister. Obwohl, eigentlich schon, aber im Endeffekt... Du hast auf jeden Fall einmal kurz den Bürgermeister runtergeholt. Ja, das stimmt. Bist du auf einmal... Und der Arme, der hat einmal, sich selber runtergeholt. Ja, der wollte einmal cool sein oder war einmal. Er hat sich selber runtergeholt. Der hätte einfach ein bisschen. Leute müssen ein bisschen Rückgrat haben, dann kommen die schon weiter. Ey, diese Bürgermeister-Sache, um das nur ganz kurz anzusprechen, das fand ich auch sehr. Also, erst fand ich cool und schlau, dann dumm reagiert. Ja, weil die dann Muffensausen, Bruder. Ja, was ist das denn? Der hat mir dann irgendwann mal. Guck mal, dass das auch weiß. Ne? Ich bin der. Also, wir waren die größten. Der sagt, der Ex-Bürgermeister sagt es auch in seinem Buch. Der hat ja den Überblick. Ich habe ja den Überblick. Ich weiß ja nicht, wer was gespendet hat. Er sagt, die größte Spende an die Stadt Düsseldorf kam von mir. Krass, aber ja nicht so wenig zahlen die anderen, die ganzen Reichen in Düsseldorf. Die so größte Spende, die hier war, irgendwie, ich weiß, im Zusammenhang mit Corona oder was, weil ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber irgendwo so, es ist nachzuschlagen. Und haben Bruder, tun die. Aber ey, ist auch egal, weißt du? Im Endeffekt ist mir wurscht. Es gibt eine Sache, die sowohl Pablo Escobar als auch ich, als wir in die Politik gegangen sind, ging es bergab für uns. Ja, ja, ja. Scheiße. Das verbindet uns. Nochmal zurück. Deswegen, Bruder, was soll ich dir sagen? Alter, sollen die, ich bin kein Politiker und sollen alle ihre Mütter ficken und was weiß ich, was interessiert mich das? Ich weiß, was mir gerade einfällt, das ist eigentlich total verdrängt. Ich war ja sogar mit dir einmal, haben wir Masken verteilt und so. Ja. Siehst du, das ist ja krass, das. Es wurde dankend angenommen. Zeit, Alter. Bitte? Ich meine nur, was war das für eine Zeit? Aus heutiger Sicht, überleg mal, es gab Maskenknappheit und ihr habt Masken besorgt und verteilt an die Leute. An die Feuerwehr, in den Schulen und so. Das ist ja krank. Das bringt doch nichts. Das bringt nichts. Ich die lieber verkauft. Wäre besser für mein Image. Ja, ich will sie jetzt lieber. Mittlerweile weiß ich, weil ich bei der ganzen Sache bereue, dass ich die nicht verkauft habe. Ja, viele haben sehr viel Geld gemacht, glaube ich. Ja, ich hätte noch mehr Geld gemacht. Du hast doch genug Geld. Bruder, das. Wie viel Geld hast du? Sag mal. Wenig. Auf dem Konto wenig. Also online gibt es so ein. Hast du das selber schon mal nachgeguckt? Ich habe das, weil Network. Mir das immer Leute schicken, 20 Millionen. Und ja, habe ich sowas gesehen, habe ich dir direkt geschrieben, was gehen wir essen? Das war so 17 Millionen oder so stand 17, da. Hier sind das 26. Ja, okay. Das hast du ein bisschen Geschäfte gemacht. Ja, Bruder, hätte ich die Masken verkauft, hätte ich vielleicht, was habe ich eben gesagt, 27, hätte ich 28. Einmal weiß ich noch, einmal waren wir zusammen unterwegs, da haben wir auch über Geld geredet, wie man Geld verdient oder ob das man Geld verdienen muss. Da hast du mal gesagt, ich weiß noch, du so, ja, aber Bruder, ich sag dir, 2 Millionen reicht, dann ist man noch glücklich. 2 Millionen ist so eine Summe, das reicht.
In meinem Kopf war so, Bruder, ich hätte gern 2 Millionen. 2 Millionen, das dauert noch, Bruder, bei mir. Du hast, ich will nicht wissen, was du hast. Bruder, hey, komm mal auf, wenn Alter. Ich das einmal bei dir sage, Bruder, dann ist sie ja, echt, Alter, hast du hier einige Clans und Rocker hier. Ich hab gar die rennen dir die Bude ein, Alter. Genau, das ist der Grund, warum ich nicht... Ja, ich hab nichts hier, ich hab nichts. Gut, Bruder. Lass Uhren vergleichen, Bruder. Das ist eine, die kriegst du hinterhergeschmissen, wenn du die kaufst. Die musst du mitnehmen. Bruder, wenn du... Du ziehst ja deine Uhren nicht an. Wenn du einmal deine Uhrensammlung anziehst, ja, man die in GQ-Serie über dich. Ich habe keine 2 Millionen Euro Richard Mille. Nee, du hast Immobilie. Was ist das eigentlich für ein Auto? Ja, aber Tesla. Tesla? Auf Leasing. Oder Leasing-Tricks. Der Ruf ist schutzsicher. Egal ja, was, Tesla, alles, Dings. So. Nein, Tesla, Dings. Ich bin markensicher. Ist ja der Ruf, der macht Bulletproof. Eine Sache muss man sagen, der Roos, der macht echt, durch die Inflation macht er zwar große Verluste, aber bei so viel Geld hat er... Aber was ich krass finde bei dir, du hast so viele Geschäfte vor Augen gehabt oder vor Füßen, aber hast es irgendwie nie richtig gemacht oder hast keinen Bock gehabt? Bist du so, ist dein Gedanke immer, ey, nicht alles ist Gold, was glänzt, sag mal die Hände davon. Zum Beispiel Shisha-Tabak war eine ganze Zeit lang vor deinen Augen, hast aber immer nicht gemacht. Du hast dich immer auf deine Sachen konzentriert, auf das, was du kannst. Aber am Ende habe ich Shisha-Tabak gemacht. Am Ende, viele, viele Jahre später. Ja. Oder auch, ich habe letztens gesagt, ihr habt jetzt wieder neue Halal Money Drop. Genau. Früher habe ich immer gesagt, Halal Money, einer der geilsten Namen. Ich weiß noch, guck mal hier. Guck mal, das ist jetzt zufällig. Guck mal, was ich da anhabe. Geil. Ich bin mit Migos, also das ist so ein Bild mit den Migos, habe ich als Screensaver einfach, weil das so ein geiles Foto ist. Und da habe ich eine Halal Money Jacke. Geil. Und an dem Tag, das ist sogar auf dem Video drauf, da sagte der... Hast du mir gesagt, ey, boah, also, Halal Money, what is that, man? Wo ist das? Und dann ist mir klar geworden, dieser Name ist einfach geil. Der Name ist geil. Dann habe ich dir gesagt, hättest du mir damals so ein Paket gegeben, für die hätte ich denen das gegeben, weil an dem Tag kamen auch andere mit Paket und so. Die haben das so genutzt und so. Und das ist aber auch schon 3 Jahre her. Ihr habt irgendwie Halal Money zum Beispiel... Nie seid ihr so hinterher. Ist das so? Kann man sich vorstellen, weil, dass du, also ich stelle mir das so vor, auf dem Level, wo du bist, mit dem Büro, mit den Leuten, die du, Mann, das, man hat so viele Projekte und so viele Themen, dass man manchmal, von außen sieht das so aus, so einer wie ich sagt, ey, warum macht ihr nicht Halal Money weiter? Aber du musst die Sachen gut machen. Sachen zu tun. Also meine Meinung, du musst die Sachen gut machen. Wir haben erstmal für Halal Money jemanden gesucht, der das mit uns designt, ja, der unsere Vorstellung designt. Und das war jetzt, das war jetzt ein Jahr, lief da nichts. Ja. Und dann habe ich das ein bisschen, sage ich mal, angekurbelt und dann ist es wieder, haben wir da wieder die Arbeiten dran aufgenommen. Und ich bin der Meinung, auch, das wird sehr, sehr, eine sehr, sehr große Sache. Davor muss ich auch sagen, wir hatten einen Vertriebsdeal mit der Marke damals, mit DevShop. Ah ja, genau. Ja. Und aber hast du auch Halal da gemacht? Oder du hast jetzt Halal habe ich da gemacht, aber das war eine geile Zusammenarbeit, aber das, wenn du das komplett selber machst, kannst du dich auch besser verwirklichen und dann hast du auch einen besseren Einblick und. Und das kann ich jetzt machen und so ausarbeiten. Der Name der Marke, der ist sowieso krass, überall, wo du hingehst. Wenn ich jetzt durch Dubai gehe. Das ist irgendwie funny. Man muss es nur einmal richtig breaken und daran arbeite ich jetzt. Es hat so, weißt du, was ich letztens noch gesagt habe? Es hat so einen French Montana-mäßigen Tag. Er könnte morgen einen Song machen, der so heißt. 100%. 100%. Und das eigentlich, warum machst du das nicht? Weil du das hast ja schon internationale Songs. Voll, voll. Könntest du mal einen machen, den du so nennst? Ich habe voll die Ideen schon. Warte ab, was noch kommt. Also wie gesagt. Jedes Mal, wenn wir quatschen, sage ich, du hast so ein internationales Potenzial. Warum jetzt, machst du jetzt, das nicht mehr? Ja, weil ich, was mich selber angeht, meine Fans, die wollen nur den harten Scheiß. Asozial. Die wollen nur den harten Scheiß. Da musst du 2 Alben da machen. Ja, ich muss das auf jeden Fall machen, Alter. Ja. Also die sind jetzt... Überleg mal, ich habe dir das schon 1000 Mal gesagt. Du bist beinahe muttersprachlich Spanisch so. Also du kannst das genauso wie Muttersprache, würde ich sagen, fast, ne? Ja. Du bist wahrscheinlich nicht so gut trainiert da drin. Aber doch, ich spreche Spanisch perfekt. Guck dir das an, der größte Star. Gestern hat es Drake noch gesagt. Drake hat gestern oder vorgestern gesagt... Ich bin nicht der größte Star ist Bad Bunny. So, und guck dir die Stadien an, was er macht. Und ich will ja jetzt nicht sagen, werd morgen Bad Bunny, aber das zeigt nur, was möglich ist und dass man einmal so auch über den Tellerrand schaut.
Ey, du kannst alles machen, theoretisch. Und, ne? Ey, also, und du hast alle Möglichkeiten, du hast das Ganze, du hast Geld, du hast Möglichkeiten, das hatte man früher nicht. Und du hast ja schon, Mann, du hast hier schon so einen Traum erfüllt. Ich wette, das ist auch so ein Eltern sind stolz Traum mit Khaled und so. Ja, 100%. Ey, Digga, das ist so ein Ding, das würde ich auch so gerne machen. Mit so einem Star aus der Heimat, so, wo schon so die Familie sagt, ey, wir haben nie verstanden, was du so machst, ne? Aber das ist geil. Das ist krass, das Lied ist überall, wo du hingehst. Ja, das ist ja auch so ein geiles Ding so. Das läuft überall, das war jetzt auch während der WM. Ah, krass, Alter. Dann hat das jeder gepostet und so. Das ist schon krass, auf jeden Fall, Mann. Das ist stolz auch mit French Montana, dieser Move ist sowieso, ne? Was meine Karriere angeht, so ein super Power-Move. Wie gesagt, ey, du musst eine Balance hinkriegen. Ne? Das eine, du hast eine Fanbase und die muss auch bedient werden, die Kernfanbase. Und ich kann jetzt nicht sagen, ey, weißt du was, ich will jetzt nur Geld verdienen oder ich will jetzt nur geile Moves machen. Ja. Ich mache jetzt das. Ja. Sondern ich stehe auch für so diesen technischen Rap. Ob ich das will oder nicht. Ne? Ja. Das, also diesen harten Battle-Rap und bla. Und das lässt sich nicht kombinieren, schwer. Ja, weil ich hatte, weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir diesen Chip Khaled-Song und Frank Montana-Song angehört, ne? Und habe mir so gedacht, Mann, ey, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin Marokkaner, ich bin Tunesier, ich bin aus Amerika, ich bin von da, ich komme irgendwie über French Montana auf diesen Song, ja? Und dann schalte ich ab schon, wenn du rappst, weil das Deutsch ist, ich verstehe das gar nicht. Vielleicht hört man das, weil wir hören ja auch Boba oder so, ist ja auch was. Voll. Aber ich hatte mir so gedacht, Mann, stell dir mal vor, du hättest da Englisch was gemacht oder Spanisch. Diese beiden Möglichkeiten hast du ja. Und so ein 16 auf Englisch, oder das schafft man auch noch. So, ja, bitte. Aber dann ist das so ein bisschen cringig. Weißt du, dass du so und so, ich habe versucht, viele ausländische Wörter zu benutzen. Ja, damit, ne? Man so das hängen bleibt. Und auch Punchlines, die international sind. Astaghfirullah, Amahasullah. Ja, das habe ich. Weißt du, das war schon so eine internationale Punchline. Daraus kannst du Shirts machen. Das würde. Ne? Das heißt, Astaghfirullah, Uxtumbillah. Und ja, das war schon krass auf jeden Fall. Aber du weißt ja auch nicht, dass sowas. Also, na klar, du hast es gehört, du hast gedacht, ey, der Song ist krass, aber du weißt ja nicht, wie der abgeht. Sag mal, der French Montana, ist der cool zu dir? Der ist super cool. Ja? Weißt du, solche eine krasse Sache. Der hatte jetzt hier einen Auftritt wo ist er aufgetreten? Im Sommer? Im Juni oder im Juli? In Dubai oder so? Nee, hier in Deutschland. Weiß ich gar nicht. Irgendein Festival. Da hat er mir geschrieben, ich war auf Ibiza, ey, komm, ich will, willst du mit mir in Deutschland performen? Ja, den geil. Und ich war auf Ibiza gerade im Urlaub. Das wäre echt mein Traum gewesen. Ja, wieso hast du das gemacht? Das war, der hat mir, morgen war der Auftritt. Ach, hat mir am Abend geschrieben. Ja, typisch Ami so, ja, I'm in Europe. Bruder. Tomorrow, ja. Und dann, boah, Bro. Alter. Das wäre echt mein Riesentraum gewesen. Ich war so. der ist super cool. French Montana ist ein super cooler Typ. Ey. Und der bis heute auch. Der lädt mich auch immer ein. Ey, ich habe halt den Eindruck gehabt, der war mal eine Zeit lang arrogant zu dir, aber du hast mal eine Geschichte, jetzt ist schon lange her, habe ich das vielleicht falsch gespeichert? War der mal so ein bisschen, Mann, du auch, weil du so Marokkaner bist, jetzt mach nicht auf den, komm mir nicht zu nahe. Nein, der war, ich schwör's dir, der war immer ein korrekter, super Typ. Der und sein Bruder, sein Cousin, die schreiben mir immer noch bis heute. Ey, geil. Die sind super stolz auch auf den Song. Sagen wir mal so, am Anfang hat er das nicht so ernst genommen. Ja. Der kannte mich nicht. Aber wo die gesehen haben, ey, der Typ weiß, was der macht, dann haben die gesagt, boah, krass. Naja. Weißt du, was ich meine? Also der war schon super cool. Alle Marokkaner weltweit, wenn ich die treffe, alle Rapper und die sind alle cool. Auch nicht nur Marokkaner, Algerier, Tunesier. Ja, ihr seid ja so eine Community. Lacrim, wenn ich den getroffen habe oder so. Ganz viele Leute. Morat aus Spanien. Ja. Also, ey, das finde ich eh total geil, dass ihr so community-mäßig zusammenhaltet oder zumindest, dass man connectet. Die sind voll cool. Die wissen, ey, in Deutschland ist ein Marokkaner, das ist Farid. Die kennen auch, zum Beispiel Miami Yassin kennen auch ein paar, weißt du? Der Lacrim hat mich mal auf den auch angesprochen. Und ja. Also insgesamt ist das schon community-mäßig was. Und wenn du musst halt den richtigen Song haben. Du musst Zeit haben, du musst ins Studio gehen und du musst auch in dem Mut sein. Und dann kannst du sowas machen. Ich habe auch mal wieder vor, sowas zu machen. Aber jetzt gerade ist das nicht so, was ich meine. Du drehst immer nur einen Film. Ja, ja. Man darf nicht auf zu viele Hochzeiten tanzen. Genau, du machst jetzt ein Ding und jetzt gerade ist es nicht irgendwie arabische Party-Hit zu machen oder irgendwie so kommerzielle Musik. Ich habe auch jetzt gerade, ich bin nicht im Mut dafür. Ja.
Aber vielleicht irgendwann mal, ich mache es gerne, ich liebe es auch, aber ich habe jetzt gerade auch durch die letzten Jahre auch so harten Rap wieder gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Weißt du? Ich meine, French Montana macht ja auch harten Rap, nur die verpacken das irgendwie anders. Und das ist irgendwie manchmal in Deutschland, denke ich immer, ey Alter, wenn du hier einen Party-Song machst, die Leute wollen hier immer zwei Sachen. Also nicht zwei, sondern zwei verschiedene Sachen. Party ist Party, hart ist hart. In Amerika ist es eine Sache. Die labern hartes Zeug, aber das ist auch tanzbar. Nee, in Deutschland, du hast auch in der Rap-Szene mehrere Szenen, so sag ich so. Mal. Ja, weißt du, ich meine? Ja. Oder Bubbles, genau. Triffst ja, voll, voll. Weißt du, du hast einmal so diese harten Rap, der super gut läuft. Ne? Wenn ja. du, aber der läuft nicht im Club. Der läuft nicht im, der läuft nirgendwo. Ja. Der läuft nicht bei Spotify. Ja. Der läuft nur hier bei den Jugendlichen in der S-Bahn. Ja. Wir hören den und der wird auch gut gestreamt. Ja, ja. Der wird auch gut gestreamt. Dann hast du, was weiß ich, 187, die so tanzbare Musik machen. Und du hast jetzt so viele Nischen im Deutschrap, wo so sehr vieles bedient wird. Aber diese harte Rap-Schiene, die ist... Du musst auch eine Sache vergessen, darfst du nicht vergessen, die DNA von Deutschrap ist diese Art von Rap. Ja, das ist klar. Die DNA, wenn ja, du ja. nach Frankreich gehst. Ja, die haben eine andere DNA komplett. Jeder hat eine andere DNA. Ja, ja. Wenn du nach zu den nach Südamerika ist es Reggaeton. Ja, ja. Amerika ist es entweder so dieses New York. New York hat seinen Sound. Los Angeles hat seinen Sound. Ja. Atlanta hat seinen Sound. Weißt du? Und Deutschland, der deutsche klassische Sound, ist halt dieser klassische Rap. Und das ist, was der deutsche Durchschnitt-Rap-Hörer immer hören will. Mhm. Die gehen immer drauf ab. Es ist krass, es ist unfassbar. Ja. Ich habe ja das Feedback zum Beispiel gesehen beim X-Album. Mhm. Das habe ich auch letztes Jahr um die Zeit rausgebracht. Ja, das ist ja so, bam. Und die Resonanz war unfassbar. Ja. Die Resonanz war unfassbar. Die Leute, die lieben das einfach. Die lieben diese Wortspiele, diese Punchlines, diese Disses, dieses ja, das. Und ey, im Endeffekt macht man Musik für die Fans und nicht für sich selber. Wenn ich das selber mache, dann kann ich die Musik machen und mir selber zu Hause anhören. Ja, klar. Und kann ich alle Lieder machen, die ich will, wenn ich die feiere. Aber im Endeffekt, mein Fan, der Hörer, das bereitet mir doch Freude, wenn ich den eine Freude machen kann. Sag mal, kennst du DJ Snake? Natürlich, ja. Das müsste auch ein Landsmann sein, ne? Algerien ist ja. Ah, okay, weil die hatten mal ein Album gemacht, das hieß Carte Blanche. Und das kenne ich nur im Zusammenhang mit Marokko, deswegen dachte ich, der ist Marokkaner. Nee. Aber der hat zum Beispiel, der ist auch also in Frankreich groß geworden, hat so Wurzeln in Algerien, ist das? Okay. Ich meine, ich wollte die ganze Zeit sagen, Alter, du müsstest mal was mit dem machen, weil der hat sein letzter Track, den er rausgehauen hat, war auch so ein, ich habe jetzt wie gesagt gedacht, das war marokkanisch, aber ist es dann wahrscheinlich nicht, aber das ist so, der hört sich an, wie, als hätte der so einen alten Hochzeitstrack. Ja, habe ich gehört. Ist unglaublich in dieser Community, ob Tunesien, Algerien, Marokko, so abgegangen. Der baut sich da so eine unglaubliche Community auf. Das hat, ich muss aber sagen, Frankreich hat auch mehr, sag ich mal, diese Leute. Ich glaube in Deutschland, ich glaube die größte marokkanische Community oder auch die deutsche, guck mal, die französische Community, wenn du die siehst, die ist cool. Das ja. sind coole Leute. Alle Rapper, die du siehst, die sind cool. Wenn du Buba, Lacrime, SCH, Karis, was gibt's ja. denn? Also jetzt diese Old Roff sogar, ne? Ja. Und die Neuen sind auch cool. Diese ganzen Trap-Jungs ja, und ja. Diese ganzen Drill-Jungs und alles ist geil da. Hier in Deutschland hast du nicht so coole Typen. Ja. Die Fußballspieler aus Frankreich sind stylische Typen. Ja. Die kleiden sich besser ja. als die deutschen Rapper. Die sind cooler als die deutschen Rapper. Ja, wenn deutsche jetzt noch Fußballer sind sehr steif. Sehr steif. Wer? Deutsche Fußballer. Ja, die deutschen Fußballer, also die sind die sind erstmal sehr steif, die sind keine coolen Leute und die sind auch keine Menschen des Volkes. Also schon von einer Seite des Volkes, aber nicht von dieser urbanen Gesellschaft. Man kann sich nicht identifizieren damit. Ich konnte mich noch nie mit einem deutschen Nationalspieler identifizieren. Noch nie, egal wer drin war, weißt du?
Egal, auch nicht ein Mesut Özil, nicht gegen ihn, aber... Na, ich weiß, was du meinst, das ist so dieses bei NBA, in der NBA so ein guter Vergleich ist, so als Allen Iverson angefangen hat, plötzlich alle haben so, ja, genau, auch so sein wie der. Genau. Das gibt's ja hier noch nicht. Genau, mit dem Karim Benzema ich mich identifizieren, mit dem Pogba sehe ich Leute, wo die sich mit denen identifizieren können. Und so hast du es hier auch bei den modischen Leuten, zum Beispiel, die in der Mode sind, zum Beispiel. So ein Justin, weißt du, ich will den jetzt hier auch nicht tot beleidigen oder so, aber das ist für mich ein klassisches Opfer. Das ist kein cooler Typ. Ja, zumindest. Wenn ich den gekleidet sehe, dann sage ich nicht, ey, boah, sieht der cool aus. Weißt du, und diese ganzen Moves auch. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle sich scheiße kleiden oder alle steif sind oder alle. Luciano ist cool. Ja. Luciano ist cool. Aber du hast auch so. Also das ist halt sehr wenig. Du hast ein paar Leute, wo du sagst. Du hast cool. auch jetzt so dieses Krampfhafte, die Leute versuchen einfach krampfhaft, weißt du, so diese Marken, Kleidung. Oh, ja, ey, Bruder. Auch diese ganzen Moves, auch ein UFO und so diese ganzen komischen Sachen. Ich will die Jungs auch nicht alle beleidigen oder so, aber das ist nicht cool. Es ist nicht geil, wie wenn du, was weiß ich, wenn ein Benzema, wenn er rausgeht. Er kleidet sich cool, er ist ein cooler Typ. Man hat das Gefühl, das ist so bei ihm so normal. Ist ein geiler Typ, ist natürlich. Er hat sich nicht so bemüht, jetzt um extrem cool auszusehen. Wenn ich einen Cristiano Ronaldo sehe, ich sehe mich jetzt nicht als Cristiano Ronaldo oder ich habe mit denen nicht so viele Parallelen, aber ich kann mich mit denen irgendwo identifizieren, seine Attitüde und so weiter und so fort. Und das hast du halt hier nicht. Das fängt bei den Rappern an, das fängt in der Mode, geht in der Mode weiter. Ich habe jetzt nur Justin genannt. Es gibt noch viele andere, wo ich nicht ihre Namen nennen will, aber die auch nicht cool sind. Die sehen auch aus, oder nicht nur vom Optischen her, sondern ihr ganzes, es ist alles so erzwungen. Es ist nicht natürlich und es ist nicht cool. Es ist einfach so erzwungen. Der deutsche Rapper, der klassische deutsche Rapper, der kauft sich einfach irgendeine Rolex, der weiß gar nicht, welche Rolex was ist. Der sagt einfach nur, ich will eine Rolex tragen. Und das hast du eben bei Fußball an. Bei Fußball ist das, finde ich, ganz schlimm. Extrem. Wenn die auf der Kühe hier bei uns Dings holen. Kennst du, wer ist das mit dem Totenkopf, dieser Scheißmarke, Alter? Bruder, Alter. Dieser Mann, dieser deutsche Designer. Philipp, Bruder, wenn die Fußballer da rein. Einfach ihr Geld von oben bis unten bis Socken, Philipp, Bruder, hör auf. Wie sieht das aus, Junge? Bei allem Schauspieler. Ey, deutsche Schauspieler sind keine Stars. Ja. Wir haben vielleicht zwei, so, wir haben Elias Mbarek, lass es noch Til Schweiger sein, lass es noch Schweiger. Das war's. Ich glaube, die Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland, ob deutsche oder ausländische Jugendliche, die können sich mehr mit Schweighöfer als mit Elias Mbarek identifizieren. Verstehst du, was ich dir sage? Wir haben vielleicht drei sehr bekannte Schauspieler, das war's. Auch die Bundesliga. Ich höre immer aus der Bundesliga, die deutsche Bundesliga verliert die jungen Leute, weil die alle Fans sind von anderen Clubs draußen, nicht in Deutschland. Weil du hast halt in Deutschland wirklich sehr steife Situationen. Und das Coolste ist ja noch die Rap-Szene. Also ja, die Rap-Szene ist so das Coolste, aber da ist aber auch da schon sehr steif. Ist auch sehr uncool. Es gibt hier sehr viele coole Elemente, ich will jetzt auch nicht alle runterreden, es gibt ein paar, aber das ist alles zu erzwungen. Und wo haben wir denn angefangen? Was war denn der Punkt? Ja, der Punkt war, dass ich sage, dass du viele Potenziale hast, international zu gehen. Und in meinem Kopf war noch zum Beispiel DJ Snake, weil er immer wieder diese Elemente aus der Kultur nimmt. Mhm. Viele machen das, was du mit Chap Khaled gemacht hast, ist ja auch so ein Ding. Ja. Du nimmst so einen Song, der in der Kultur bekannt ist, packst noch French Montana drauf und so. Und dass du so etwas mehr machen musst. Ey. Alleine die Beats, wenn die Beats anders wären, deine Beats, wenn die schon anders wären, tanzbarer, mehr mit Elemente, du weißt schon, wie Bad Bunny das macht. Oder wie zum Beispiel, guck mal, wie viele Jahre die uns voraus sind. Ich habe hier angefangen, R&B aufzulegen in Düsseldorf, das ist fast 20 Jahre her. Mhm. Da gab es schon diesen Song Gasolina. Gasolina. Und wir haben immer gedacht, Party-Song. Aber jetzt heute, wo ich das so verstehe, was er sagt, Bruder, ist doch voll der Ghetto-Typ, voll Knarre, dies, das, stech ich ab, bla, hast du nicht gesehen? Habe ich nie verstanden. Aber heute verstehe ich, wie geil die sind. Die tanzen, da kommen Frauen in den Clubs, heiß, Booty-Shake, bla, auf so einem Track, der bei uns wäre das ein Gangster-Track.
voll, ey, das ist, um da nochmal zurückzukommen, das ist diese DNA-Geschichte. Ja, ja. Ne? Das ist so ihr Style. Ja, auch ein harter Song bei denen ist Reggaeton. Das ist ihr Anspruch. Das ist deren Ding so. Ja. Anspruch, genau. Ja, ja. Also jetzt sind sie auch ein bisschen mehr auf Trap. Sie machen jetzt so ein bisschen auch Trap-Musik. Aber insgesamt ist das deren Anspruch. Und die super DNA ist halt diese Reggaeton. Sag mal, jetzt apropos Marokko, apropos, da, du hast ja einen Traum erfüllt. Alter, das war krass. Und das kam sehr, sehr spontan, das musst du erzählen. Du hast dich mitten in der Nacht entschieden, ey, morgen Halbfinale Marokko, ich muss das sehen. Dann bist du, aber erzähl mal, du bist einfach nach Doha geflogen. Also erstmal der Munir, das ist der zweite Torwart von Marokko. Der ist mit mir sozusagen aufgewachsen in Melilla. Ah, krass, okay. Genau, wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben Fußball gespielt als Kinder. Und das heißt, wir sind sehr nah, also sehr freundschaftlich, sehr nah. Und schon mein Vater hat neben ihm gewohnt sozusagen. Ja, ja, und ich war immer da die ganze Zeit. Und dadurch haben wir schon immer ein Verhältnis. Und der war lange Zeit erster Torwart. Und auch Kapitän, und er hat auch gegen Belgien gespielt, wo wir übrigens 2-0 gewonnen haben. Und insgesamt, Bruder, das hat mich alles sehr berührt. Diese ganze WM, das hat mich sehr berührt, dieses Marokko und wie die gespielt haben und das Team. Und das hat mir sehr, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dir ja gesagt, ich habe von Anfang an die ganze WM beobachtet. Und bei Marokko, ich sag dir ehrlich, ich habe nicht die Hoffnung gehabt, weil die Gruppe von vornherein war schon sehr, sehr schwer. Ne? Und ich bin sowieso immer bei Weltmeisterschaften, immer habe ich zu dies gehen, dass ich für afrikanische Mannschaften bin oder so für krasse Außenseiter. Ne? Und ja, ich habe es die ganze Zeit verfolgt und dann hat es mich so irgendwie gepackt. Dann habe ich mich in die Mannschaft verliebt und habe das so die ganze Zeit geschaut. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, ich muss dabei sein. Das ist ein historischer Moment und ich werde, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Ich habe noch mit meiner Mutter geschrieben und die hat gesagt, ja, geh auf jeden Fall dahin. Und ich habe es mir gedacht, ey, wenn du die Möglichkeit hast, dann geh da hin, ich will dabei sein einfach. Ich will die Jungs anfeuern, ich will dabei sein und dann bin ich da hingegangen. Dann hat mir der Munir, hat mir dann so dieses Visum gemacht, nachts um 10 Uhr, ich war gerade am Essen. Und man braucht für Katar ein Visum? Für die WM brauchtest du so ein spezielles Visum. Okay, ja, krass, wusste ich gar nicht. Und dann bin ich da hingefahren, hingeflogen und ich war im Hotel mit den Jungs, also ich war mit Sabiri habe ich auch da getroffen, Hamid, Abdelhamid, wenn du das siehst, schöne Grüße. Der war gut. Und ich habe viele Jungs da getroffen und das war mir eine Riesenehre. Krass. Und ich bin super stolz auf die Jungs, das waren richtig coole Jungs und es war geil. Es war echt ein schöner Moment für mich selber. Ich bin absolut kein Nationalist normalerweise, also da auch jetzt nicht. Ich habe die Jungs natürlich angefeuert. Aber ich konnte mich mit der Mannschaft identifizieren, weil ich gesehen habe, ey, das ist eine Truppe. Für was das steht auch, ne? Das ist eine Truppe von Straßenjungs, denen du das ansiehst. Die sind Jungs, wie, wo ich mich gesehen habe, so ey, das. Und die geben auf dem Feld alles, die kämpfen und die sind Marokkaner, die in Europa groß geworden sind, wie ich. Ich wollte gerade sagen, voll die internationale Geschichte eigentlich. Voll. Wenn man den Ashraf zum Beispiel verfolgt hat, er postet auf Französisch was, dann dieser andere. Ashraf auf Spanisch wahrscheinlich. Oder Ashraf auf Spanisch, ich weiß gar nicht, der andere. Ich jeder, auf, der Sierisch ist aus Holland. Der eine auf Französisch, der andere. Ja, Sabiri ist aus Deutschland. Einer spielt in Deutschland. Ja, und dann sehe ich Interview, der eine redet Deutsch. Dann habe ich, was ist das für eine geile Mannschaft? So, durch diese Immigrationsgeschichten, die ja für viele von uns, ich bin ja auch so, ich konnte mich auch sehr damit identifizieren, was ja auch natürlich, wir haben ja alle auch, das sind ja alles nicht nur schöne Geschichten dabei, ne? Wir haben auch sehr viele Probleme gehabt, Asylheim, dies, das, voll, ist ja alles hinter dir. Trotzdem aber, was Geiles entstanden ist, so eine internationale Mannschaft. So. Mega, mega. Und deswegen konnte ich mich damit identifizieren. Das war ein geiles Team und die waren sehr geil. Also ich war super stolz und auch die Stimmung im Stadion, das war für mich persönlich einer der geilsten und besten Momente, die ich je in meinem Leben erlebt habe.
Ja, das war krass. Das war unbezahlbar, krass, wirklich. Ja. Für mich war, ich hab wirklich spät auch realisiert, das ist ja für dich wahrscheinlich ja ganz anders, ist ja klar, aber ich habe spät erst realisiert, jo, das ist eine afrikanische Mannschaft. Voll. Das ist irgendwie so komisch, man sieht so, also auch wenn es diese Begriffe gibt, Nafri und so, ne? Aber für mich irgendwie, ich so, yo, das ist die einzige Mannschaft, die arabische Welt und Afrika vereint. Voll, das ist Wahnsinn. Und die sind jetzt einfach kurz davor, ins Finale zu kommen. Und es war knapp. Ich meine, du warst ja da, aber es war knapp. Es hätte funktionieren können. Das war echt ein sehr, sehr geiles Spiel. Und das war mittendrin sehr spannend. Ja, ja, das war sehr wild. Bro, und das war emotional. Du, ich muss auch mal so, was ich da gesehen habe. Das hat mich echt berührt, Bruder. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich habe das gesehen. Das hat mich berührt. Die ganze WM hat mich berührt. Also diese ganze Marokko-Geschichte. Ich war da sind Leute aus Marokko, die haben kein Geld. Pärchen, ein Typ ist mit seiner Frau nach Marokko gegangen und die haben vor dem Hotel einfach auf der Straße gepennt. Ja, krass. Nur um dabei zu sein, ja, in diesem Moment. Du musst mal überlegen, und wir reden jetzt, ein verheirateter Mann, ja, ja, nimmt seine Frau, die haben nicht viel Geld, ne? Und er sagt, die müssen das geben. Und wie romantisch, ja, der das macht, ne? Ja, wie romantisch das eigentlich er das meint, die haben nicht viel Geld und er schläft mit seiner Frau vor dem Hotel. Krass. Ja. Und der nimmt alles, was er hat, um dahin zu kommen, weil das der Flug, Essen und ja, diesen Moment, für die Ewigkeit, ne? Zu erleben. Ja, ist wild. Bruder, wenn du sowas siehst und dann gehst du und dann sagst du, Alter, was für, wie krass ist das? Ja, man, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich muss und sagen, ich bin hier in Deutschland und überlege, soll ich gehen? Ja. Der Flug ist 6 Stunden. Ja. Du überlegst andere Faktoren. Und davon war nicht nur eine, davon waren 4, 5, 6 Pärchen. Ja. Und das wird für diese Menschen, die wenig haben, die nichts haben, wird das Größte, die werden diesen Moment nie vergessen. Total krass. Die werden diesen Moment nie vergessen. Neben mir war ein Typ, der ist aus Marokko ganz alleine gekommen. Der ist ganz alleine gekommen und der hat gesagt, ey, kann ich dein Handy haben, kann ich was filmen? Ich saß auch alleine bei dem Spiel. Ja. Ich, Gott sei Dank. Ja. Und der war da. Und der hat so ein Video gemacht. Das war auch krass für mich eigentlich. Da hatte der auf seinem Handy den im Desktop-Hintergrund sein Kumpel oder irgendjemand, ja, hat es mit meinem Handy gefilmt und hat so das Stadion, ey, du bist auch hier. Ach, okay. Verstehst du? Das ist krass. Und er hat mir gesagt, kannst du mir das bei WhatsApp schicken? Wow. Bro, überleg mal, was das für die bedeutet, ne? Für arme Menschen, was das für die bedeutet. Ja, ist krass. Und da gab es viele so schöne Momente. Auch, wir haben vor dem Interview drüber geredet. Auch die iranische Nationalmannschaft. Ja, als die Hymne nicht mitgesungen haben, das hat bestimmt sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr berührt und die waren sehr stolz auf die Mannschaft. Weißt du, das ist viele, also das war insgesamt, mir hat die WM gefallen und es mag sein, dass viele von vornherein dagegen waren, aufgrund der Menschenrechtssituation oder die Sitten, die da haben. Ich akzeptiere es auch und jeder kann seine Meinung haben und das ist auch völlig berechtigt oder ich sage jetzt auch nicht, ey, warum haben die nicht, es ist ihre Einstellung und ihre Gedanken, es ist in Ordnung. Aber insgesamt für mich, wo ich habe da schöne Momente erlebt mit Marokko und auch die iranische Geschichte fand ich gut und da waren viele schöne Momente für die ganze WM, auch traurige Momente mit Ronaldo. Yo. Wo der den Abgang gemacht hat, für ihn war es die traurigste WM, für den Messi-Fan war es die schönste WM, er hat das Alter, war das knapp. Ja, das Finale, oh mein Gott. Das WM-Finale war geisteskrank und auch die History von Messi, er hat jetzt endlich den WM-Pokal. Wo er fast aufhört. Ne? Und ich als Ronaldo-Fan, diese große Debatte Messi-Ronaldo, die hat er wahrscheinlich gewonnen. Es sei denn, der Ronaldo zaubert jetzt nochmal irgendwas. Aber insgesamt war es eine sehr, sehr geile WM. Und was willst du da jetzt machen, weil da irgendwelche Miesmacher oder irgendeiner... Ja, ich weiß, was ich sage. Ich denke mir, beides ist möglich. Man kann die Menschenrechtssituation da kritisieren und trotzdem sagen, das Turnier war spannend. Wir haben ein spannendes Turnier 100%. Gehabt. Aber ich würde sagen, echt, es war auch ein überraschendes Turnier. Viele Spiele waren völlig überraschend. Voll. Ne? Deutschland ist raus, dann so. Und zum Ende wurde es immer spannender. Aber man kann ja beides, man kann ja das Spiel... spannend finden 100%. Und trotzdem sagen, ey, pass auf, Katar, ihr müsst an Menschenrechtssituationen, weil man darf eine Sache nicht vergessen,
in den letzten 10 Jahren, während der ganzen Situation, wie die aufgebaut haben und so, sind viele Menschen gestorben, wird berichtet, und die haben 300 Milliarden ausgegeben für die Sache, ne? Ja, mit dem Geld hätte man auch viel, viel, viel was anderes machen können, weißt du? 100%. Aber gut, wie gesagt, man kann wahrscheinlich beides, also ich bin immer ein Fan davon, kein What About Disney zu machen. Ja, nur das oder nur. Man kann ja beides sagen. Man kann ja ich bin jetzt trotzdem auch nicht für Katar oder der Supporter von Katar, ne? Ich bin absolut nicht politisch. Generell habe ich kein großes politisches Wissen auch. Ja. Auch nicht Interesse. Dieses politische Interesse besitze ich nicht. Und das hast du, mag sein. Insgesamt, ich bin auch nicht jetzt so der für politisch beim Sport, aber insgesamt diese politischen Sachen, die ich da gesehen habe und die auch nicht unpolitischen Sachen, da haben mich viele berührt und haben mir Spaß gemacht. Weißt du, wenn ich jetzt so zum Beispiel Iran, das hat mich auch berührt. Ich habe gesagt, ey, die armen Menschen, guck mal, die Jungs stellen sich dahin, die riskieren alles für sich und ihre Familie. Ja, weil da wirklich alles, also alles Leben. Ja, genau, man hat ja gesehen, im zweiten Spiel, falls die Leute das nicht mitbekommen haben, haben die auf einmal wieder gesungen. Da gab es viel Kritik weltweit. Alle Iraner, die so in Deutschland und in L.A. leben, so ganz gut leben, können voll, das so kritisieren. Oder aber die müssen wieder zurück nach Iran. Genau. Die haben Familie da. Das ist das. Und die marokkanische Nationalmannschaft, die hat viele Muslime, also wahrscheinlich die ganze muslimische Welt oder jeder, der die muslimischen Sitten kennt, hat sich auch berührt gefühlt. Und auch Afrikaner. Also, genau, und Afrikaner, ja. Das vergisst man immer. Ja, ich vergesse das auch immer. Das hat, ist funny so. Aber das hat auch diese Geschichte und daher ist es ein schönes Ding. Endlich mal ist es eine afrikanische Mannschaft gelungen, das Halbfinale zu erreichen. Es war auch traurig, dass Deutschland so früh rausgeflogen sind und das hat mir auch leid getan. Die wurden auch eigentlich verarscht von Spanien. Wegen diesen geschobenen Spielen. Mich hätte es auch gefreut, wenn Deutschland da länger dabei gewesen wäre. Dann hätten wir hier auch das Feeling mehr gehabt. Im Endeffekt. Weißt du, was für uns so Immigranten und für dich nochmal ein Land mehr? Für mich ist ja so, wenn Iran dabei ist, gucke ich anders. Wenn Deutschland dabei ist, gucke ich anders. Wenn Marokko dabei ist, gucke ich auch nochmal anders als jetzt Argentinien. Ja, das gucke ich so, ja, ist Messi, okay, aber. Weil man so connected ist, ne? Marokko ist ja krass, weil ein riesen marokkanischer Freundeskreis, allein schon, weil man hier aus der Gegend ist, ne? Klar. Man connected mehr und ich habe auch immer gesagt, klar will ich lieber, dass Marokko gewinnt, dann feiern wir hier. Als wenn jetzt zum Beispiel Argentinien gewonnen hat, ist cool für Messi und so, als Sportfan, coole Sache, aber kein einziger Hupen hier, irgendwie ist das so weit weg hat von dir. Uns, so, gefehlt. Ja, ey, also voll. Klar, also nur, das ist nur persönlich gesehen so, aber auf der anderen Seite, für dich ist ja auch krass. Du hast ja so mehrere Teams auch in deinem Kopf. Du bist ja auch irgendwo noch. Spanien siehst du anders, du verstehst, wie die reden, du verstehst die Kultur. Bezug dann, zu Spanien, Marokko und Deutschland. Ja, das ist krass. Das sind die drei Mannschaften, wo ich extrem Bezug zu habe und ey, ich fieber natürlich mit. Ja, das klar. Ist wild. Ja, alle deine drei Mannschaften sind raus. Und Cristiano Ronaldo. Also, aber ganz ehrlich, ne, ich muss wirklich eine Sache sagen, ne, bei allem Mitleid auch. Aber Bruder, wenn dann Messi gewinnt, ne, warum postet der nicht so? Ja, nee, das ist so Michael Jordan gegen Magic Johnson so mäßig. Oder Jordan Kobe. Ja, nee, ich verstehe das. Aber dann poste doch, herzlichen Glückwunsch, Messi, du bist der Geilste. Dann würden doch alle sagen, ey, Hammer, Sport, dieser. Was macht der? Nicht nur, dass er nichts postet. Seine Schwester, ich weiß nicht, kriegst du das mit? Die postet manchmal, aber hat die gegen Messi gepostet? Ja, die macht sich so lustig über den. So. Was hat die gepostet? Ja, so... Oh, der Beste, angeblich, der Beste, irgendwie sowas so. Ja, ey, wie gesagt, der Ronaldo ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Aber ist schon fast... sag mal so, es ist nicht sein bestes Jahr. Ja, aber Bruder, du kannst doch trotzdem anerkennen. Ey, 100%. Ich glaube auch im Großen und Ganzen, ja, aber der hat jetzt auch nicht, glaube ich, diese Beziehungen. Bro, wer wird... seinem größten Rivalen, wir reden nicht von Rivalen, ey, wir haben jetzt einen Kampf gegeneinander. Ja, das ist ja ein Leben lang. Leben lang. Wer wird denn dann sich das eingestehen? Glaubst du, der Ronaldo glaubt, Messi ist besser? Nein. Glaubst du, der Messi glaubt, Ronaldo ist besser? Nein, Bruder, die Leute, wenn Messi und Ronaldo, der Ronaldo-Fan und der Messi-Fan, die wissen beide, dass der andere gut ist. Keiner sagt, der andere ist nicht gut. Ja. Aber keiner wird sich das so ein... Dieses Gleichauf im Sport
hatte man noch nie. Bei, also, wo hast du das gehabt? Ja, ich meine, in der NBA, wann hast du das? Ein bisschen so Jordan, Kobe oder aber nur in, zur gleichen Zeit. Ja, du hast recht, zur selben Zeit, in dem Level gab es das noch. Michael Jordan war da und alleine. Der war da drunter. Ja, irgendwann kam Kobe, aber dann ist Michael schon aufgehört. Das war kein Vergleich. Vorbei, ja. Bro, die, bei den beiden ist Kopf an Kopf fast selber Alter, fast selbe Situation. Jede Sportära, Mike Tyson, ja, ja. Der war alleine. Klitschko war alleine. Alleine. Diese, das gibt's nicht, dieses Kopf an Kopf Rennen. Das Problem ist auch noch, Fußball ist ja auch nicht 1-gegen-1, sondern leider ist es ja so, deine Mannschaft muss auch gut sein. 100%. Wenn jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn jetzt beispielsweise Ronaldo, also keine Ahnung, in einer anderen Mannschaft wäre, sähe es auch anders aus. Ey, du weißt es nicht, natürlich. Es ist nun mal so, wie es ist. Ja, ja. Es ist nun mal so, wie es ist. Im Endeffekt, da sind beide Legenden, grandiose Fußballer. Die haben auch beide ohne Ende alles. Die sind in die Geschichte eingegangen. Die haben Geld, die haben das. Ja. Genau, wie du sagst, die sind in die Geschichte. Oder. Das ist der ewige Kampf. Aber weißt du, was krass ist? Wir streiten uns, Ronaldo, Messi, das. Wirklich auf einem krassen Level sind die oben. Ne? Ja. Jetzt kommt Kylian Mbappé. Ja, der ist 24 geworden vorgestern. Und ja. Ey, wenn es so weitergeht wie bisher, wenn er morgen einen Unfall macht und stirbt, wird er nächstes Jahr alle Rekorde gebrochen haben und danach das Jahr wird er absolute Anführer sein in jedem Rekord. Also wenn er noch eine WM spielt, wird er auch da alle Rekorde brechen. Das ist krass. Mbappé mit 24, so. Der ist Wahnsinn, der Typ. Also man hat ja wirklich gedacht. Ich kann mich aber mit ihm nicht anfreunden. Ja, es ist irgendwie, da fehlt mir die Emotion, ne? Ja. Es ist irgendwie noch so Dings. Der hat so ein, weiß ich nicht, so eine unsympathische Aura für mich. Viele sagen, der ist arrogant einfach, aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich. Der hat allen Grund dazu, arrogant zu sein. Ja, aber weißt du, ich glaube, Bruder, man darf nicht vergessen, der ist 24. Wie warst du mit 24? Du warst auch nicht so beliebt. Findest du? Wie hast du angefangen mit Rappen? Wie viele Jahre warst du? 2008, 22. Bruder, habe ich dich kennengelernt 2005, 2006 in dem Bereich. Nee, 2000, ne? Ja, mein erstes Album kam 2008. Ja, so dann 5, 6, wenn ich dich in Clubszene kennengelernt habe. So. Da warst du nicht so beliebt. Als du angefangen hast zu rappen, warst aber du... Aber sympathisch, oder auch weiß nicht. Ich nicht, Alter. Sagen wir mal so, die Türsteher fanden nicht sympathisch. Sympathiewettbewerb. Und guck mal, ey, jetzt überleg mal, du und Mbappé im Vergleich. Mit 25, 26, du kommst ins Games, nennst jeden erstmal Hurensohn. Ne? So, ja. No. Ey, aber bei vielen habe ich recht gehabt. Okay, wusste man damals noch nicht. Muss man sagen, hast du recht. Jetzt stell mal vor, du hättest mit dem ersten Album, jetzt völlig Fantasie, ne? Du hättest mit dem ersten Album 100 Millionen verdient. Gold gegangen. Ja, Gold gegangen so. Ja, Bruder. Hey, meinst du, du wärst jemals... Wären wir Freunde geworden, hätte ich dir jemals die Hand gegeben? Wahrscheinlich nicht. Du wärst auch nicht in Düsseldorf geblieben. Du hättest das Haus, wo du wohnst mit deinen Eltern, hättest du genommen und weggeflogen. Ja, aber es ist wahrscheinlich so, oder? Also man wäre auf jeden Fall nochmal... Ich meine, der Typ ist keine Ahnung, wie viel Millionen wert und wie viel Millionen Ablöse. Ey, ich kritisiere ihn nicht. Nein, ich sage einfach nur, auf emotionale Ebene. Nein, ich will nur sagen, wenn du 24 bist und du liest in der Zeitung, er ist besser als Messi oder vielleicht besser, ja. Oder, dann denkst du, irgendwann glaubst du das ja selbst. Irgendwann denkst du ja selber, ja, ich muss ja, ich bin halber Gott. Ey, Bruder, ich streite das nicht ab, ich finde den geil. Ich habe selber meine emotionale... Ich habe zum Beispiel auch Michael Jordan. Ja. Ich war nie Michael Jordan-Fan. Ja. Ich war immer Olajuwon-Fan. Ich war immer dieser Underdog. Aber Olajuwon, das ist auch der Mann, das muss man sagen, ein besonderer Typ, weil der war im Finale, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, aber der hat im Finale hat der Ramadan durchgezogen. Ja, klar weiß ich. Im Finale. Ja, klar. Ganze Playoffs. Er hat einfach Ramadan durchgezogen. Also du musst das nicht mal machen. Er ist Champion geworden. Einfach so, ich mach das. Ja, klar. Und dann sagt der Trainer so, warum? Ja, weil das ist jetzt das ist nochmal so ein besonderes Ding. Aber, der hat irgendeinen noch Tipps gegeben vor kurzem. Irgendwann mal. Ja, Olajuwon ist ja Dings, muss man sagen. Er ist ja so eine Art Trainer jetzt. Also so ja, ein spezieller Trainer. Der hat LeBron auch trainiert. Genau, er trainiert spezielle Situationen. Dann kommen die zu ihm. Also das ist so ein Typ. Digga, also das ist ein ganz krasser Typ, der gibt sein Wissen so krass weiter. Aber man muss sagen, Jordan erinnert mich schon sehr, sehr vom Charakter an Ronaldo, so ein Einzelgänger-Typ. Auch Jordan, zwar ich habe den geliebt, aber man muss sagen, er war schon ein
großes Arschloch, muss man sagen. Und ich weiß es nicht, wie Ronaldo ist, so sehr verfolge ich ihn nicht. Patrick Ewing. Ja, der Patrick Ewing hasst ihn anders. Ey, weißt du, dass der Patrick Ewing und Jordan schon in der Jugend gekämpft haben? Nee. Die haben im College schon aufeinander die sind im College schon aufeinander getreten. Ja, okay, das weil Jordan ja aus New York kommt. Und Jordan und Olajuwon waren im selben Draftjahr. Ja, im selben. Oh, das Draftjahr war eins der besten aller Zeiten. Genau, und ich glaube, jemand hat. Olajuwon wurde Jordan vorgezogen. Jemand hat Olajuwon Jordan vorgezogen. Wer war es für die erste Mannschaft von Jordan? Ich glaube, Portland? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube. Chicago hat ja damals Jordan gekriegt, das war ja jetzt auch nicht so, dass man gedacht hat, dass der Beste. Ja, aber in Portland, oder? Wer, Jordan? Jordan, die erste Mannschaft, bevor der... Dann haben die ihn direkt getauscht. Ja, nach ein paar Jahren ging der dann zu Bulls. Nee, der ist direkt zu Bulls gegangen. Direkt von Anfang an? Ja, aber das war jetzt auch nicht der Beste, das war nicht so, dass man gedacht hat, der ist Nummer 1 Pick, den muss man haben. Ja, Olajuwon war beliebter. Ja, der war viel beliebter, seine Stats waren besser, alles. Genau. Ja, das war krass. Vor allem, wer hat schon gedacht, dass der Jordan... Guck mal, weißt du, das Spiel damals, guck mal, die NBA damals war Center, wer den geilsten Center hat. So. 100%. Deswegen wolltest du nicht unbedingt Jordan haben, du wolltest das haben. Den besten Center. Ja, deswegen, ja, das ist das, ey. Mann, ey, würdest du sagen, Top 5 aller Ereignisse in deinem Leben war dieses, in diesem Stadion da? 100%, das werde ich niemals mehr. Gerade so ein Typ wie du, der von der Heimat entrissen ist, so wie wir alle so sind, ne? Mhm. War das in dem Moment so eine... Nach Hause kommen Situation? Ich habe nie ich bin gar nicht so ein nationalistischer Typ. Nein, aber nicht wegen National, wegen Marokko. Ich will dir sagen, ich fühle mich hier auch wohl, ne, und das ist gut. Ich könnte mir niemals vorstellen, in Marokko zu wohnen. Ja. In dem Moment ging es mir nicht um das Land, sondern die Menschen. Ja, das meine ich. Wir sind ja entwurzelt. Genau. Das meine ich, dass du kurz so eine Hole-Situation hast. So hast einen Moment. Ja, meine ich ja. Das einen Moment in deinem ganzen Leben gehabt, ja. Der für deine Heimat war. Also für deine Wurzeln, ne? Der für unser Blut oder wie du das auch nennen möchtest. Ja, es ist irgendwie, ich bin auch so, genau wie du, ich bin kein Nationalist. Ich kann mir auch gar nicht irgendwie vorstellen, man kann sich das gar nicht vorstellen, nach Iran zu ziehen. So. Ich bin ja hier, ich bin deutsch sozialisiert. Aber es gibt so Situationen, das ist irgendwie auch nicht beschreibbar so. Ne? Genau, wenn Iran jetzt gegen Basketball, gegen Spanien gespielt, bist du für Iran, aber das bedeutet dir nicht viel. Es ist komisch. Genau, in dem Moment, das war jetzt einfach im Zusammenspiel mit der Mannschaft, der Munir ist mein Freund. Das ja, genau, diese Connection, die da ist einfach. Ich bin auch... Nee, ich habe nicht die Qualifikation der Mannschaft verfolgt, sondern das war einfach ein schöner, geiler Moment. Wenn es auch Ghana gewesen wäre, hätte ich mich auch sehr gefreut. Dann hätte ich nicht so eine Beziehung dazu, aber insgesamt so, ey, das war einfach ein schöner Moment. Meine Mutter hat es geguckt, meine ganze Familie hat es verfolgt, mein ganzes Ding. Ich habe in dem Moment gedacht, meine Tante, die verstorben ist, die war super Fußball begeistert, so genau solche Sachen. Ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, boah, schade, dass sie das nicht erleben kann. Ja. Das wäre der schönste Moment, weil sie extrem, sie war sportfanatisch. Mhm. Also sie hat Tennis geguckt und hat sich so super gefreut über marokkanische Sportler und so. Und das war mal ein Moment, für Deutschland ist es normal, wenn die im Finale sind. Die sind verwöhnt. Ne? Man ist verwöhnt hier in Deutschland, die Weltmeister, Europameister. Aber für Marokko, einmal, dass du das Land siehst, wo deine Wurzeln, wo deine Oma herkommt, also wo meine Oma herkommt, wo eigentlich bei mir alles begonnen hat. Ja, ja. Ich bin ja auch nah an Marokko geboren. Also Melilla ist jetzt nicht, ist eine spanische Stadt auf afrikanischem Boden. Also die ist in Afrika. Marokko sind 10 Kilometer von Krankenhaus. Ist ja auch üblich, dass da viele Marokkaner leben, ne? Alleine wegen dieser Connection. Genau, und ich habe dann Bezug zu gehabt und konnte mich damit identifizieren. Das hat mir wirklich sehr, sehr einen schöner Moment, schönen Moment bereitet. Ich glaube auch für viele Nicht-Marokkaner konnten auf einmal gut connecten, weil man muss sagen, ich habe ja auch marokkanische Mannschaft gar nicht verfolgt, ich kannte gar keinen Spieler so, aber man verliebt sich so in diese Situation. Ja, genau. Und auch in meinem Kopf war auch die ganze Zeit, was, wenn die gewinnen? Alter, was? Und du musst überlegen. Ist dann, wenn die gewinnen? Ja, ich war mit den Jungs noch vorher im Hotel. Ja, und die haben mir erzählt, die waren das ganze Turnier lang verletzt.
Krass. Ich habe dem Munir geredet, der hat mir gesagt, alle sind verletzt. Die spielen hier die ganze Zeit, wir wissen nicht, wann es aufhört. Alter, krass, okay. Dann vor dem Spiel kommt der Munir hoch zu mir ins Zimmer, der gibt mir so eine Karte und wir verabreden uns. Der sagt, ja, heute sind wir erreichen wir das Finale und danach feiern wir ein bisschen. Boah, das hat mich auch. Er hat selber geglaubt. Ja, und, ist geil. Wir schreiben Geschichte. Das ist für die ein geiler Moment. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, ey, ich bin so stolz auf dich. Genieß das heute, auch wenn du nicht spielst, weil er ist zweiter Torwart, aber auch die Jungs, genießt es heute. Ja, das spielt ja keine Rolle, man ist ja da. Genau, ich habe gesagt, es ist ein Moment, der in die Geschichte eingeht. Ihr werdet, das kann euch keiner nehmen, das werdet ihr für immer haben. Es ist Fußballgeschichte. Ne? Das wird immer für euch drin sein und das war einfach geil. Das war einfach, das hat mich selber motiviert. Krass, Mann. Und alle, und das hat mir Spaß gemacht und auch mal irgendwo auch mal als Fan hinzugehen. War der, hat der Munir die Karten geklebt oder konntest du noch Karten kaufen? Der Munir hat mir Karten geklebt. War so ausverkauft, ne? Die Karten kommst du da nicht dran. Also das wäre zu krass, ne? Weil ich habe in deiner Story gesehen, du warst auch geil, du saßt geil. Ja, ich habe so super Plätze, also der hat sich sehr gut um mich gekümmert und... Ich war nur enttäuscht von dir, Alter, wo die dann gewonnen haben, wo die verloren haben unten waren und so. Warum bist du da nicht hingegangen, so mittendrin und hast ein paar Selfies gemacht wie South Bay? Bruder, was ist das? Hast du das mitbekommen? Oh mein Gott, Alter. Das ist ein Cringe-Moment der letzten 10 Jahre, Alter. Ich habe ein Foto gemacht mit Ziyech, ein Fanfoto, Hakim Ziyech. Ich habe ein paar Fotos gesehen, die du gemacht hast. Boah, das war... Aber ich glaube, bei dir ist so, die wollten ein Foto machen, oder du fragst nach Foto. Aber hast du diese Dings... Ja, Also bei Messi so, oder Messi, ey, hör mal auf, Alter. Und er postet das selber in seiner Story dann. Ey, ja, Bruder, das war schon peinlich. Alter. Das war schon nicht die feine englische Art. Ja, Mann. Aber hast du gesehen, zur selben Zeit, als du da warst, auch bei dem Spiel, ich habe mir ein paar Storys geguckt, so, wer alles auch da war, das war wirklich krass, Alter. Ja, da waren, wen habe ich gesehen? Ich habe Luis Figo gesehen. Kennst du auch Luis Figo? Ja, natürlich. Das ist ja genau mein Jahrgang. In Infantino habe ich gesehen. Ich kenne nur Sepp Blatter und dieser andere, der immer war, der 100 Jahre war, der Schweizer. Die Marokkaner habe ich alle gesehen, die marokkanischen Leute. Ich hab, Khabib hatte ein Dings. Ja, den habe ich nicht gesehen. Der war aber mit der Mannschaft. Ja, ja, genau. Ich habe auch Bilder gesehen. Waren mit dem und ich war essen oder so. Na krass. Ich habe gesehen, alle die aus der Mannschaft aus Marokko haben alle Fotos mit ihm gemacht. Ja, der hat die besucht. Genau, geiler Typ. Der Khabib macht viel jetzt in der Sportwelt. Ne, ist viel unterwegs. Ich glaube schon, ne, dass der... Der ist ja so ein Vorbild. Auch für unsere Welt. Das ist ja sein so. Ding, genau, voll. Und das macht er, ich finde das richtig geil. Der spielt auch gerne Fußball, glaube ich. Ja, ja, genau, genau. Der postet das auch gerne. Ja. So. Geil, Alter. Ey, Mann, Alter, ich sag dir, ne, ich weiß nicht, ob der Mo dir das gesagt hat, aber ich habe Mo angerufen, einen Tag vor dem Spiel, ne, und dann habe ich zu Mo gesagt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie so, ey, können wir noch irgendwie fliegen? Ich habe zu Mo gesagt, ey, weißt du, was geil wäre? Wo guckst du das Spiel, sag ich, ne? Er sagt, der guckt das hier im Kino. Hier direkt am Bahnhof, ne? Also an alle Leute, also bei uns im Bahnhof, hinter Bahnhof ist die berühmte Ellerstraße, da ist marokkanische, ich würde sagen Lil Marokko so, ja. Lil Nador kann man so vielleicht eher sagen, weil die anderen Marokkaner haben keinen Bock. So kennst du so. Die aus Casablanca, die fühlen das nicht. Auf jeden Fall, am Bahnhof, die haben das im Kino gezeigt, dann sagte ich, ich gehe im Kino. Ich habe gesagt, ey, sollen wir überlegen, mal zu gucken, was der Flug nach Marokko kostet. Auf ganz doof. Wir fliegen nach Marokko, fliegen einen Tag zurück, gehen einfach da auf die Straßen und stell dir mal vor, die gewinnen. Und wir sind drin so. Weil jetzt nach Doha ist anderer Film, aber nach Marokko, so Flug 2 Stunden, so bam. Dann sagt er, boah, ist ja so ein bisschen Film und so, ne? Haben wir so überlegt. Ich guck einen Tag später, du bist einfach da, ey. Ich so, ey, warum sagst du, ruf's nicht, Alter, Mann. Ich schwöre, ich hätte wirklich auch... Das war aber schwer, dass dieses Visum... Ja, hast du mir dann gesagt. Aber deswegen, ich bin auch komplett alleine. Der konnte jetzt auch nicht so Tausende machen. Ja, ja, aber ey, Alter. Weißt du, auch mit mir war hier Aziz Bouakdous, auch marokkanischer Spieler. Der spielt bei MSV Duisburg, Marokkaner auch, aus Deutschland. War der in der Mannschaft? Nee. Der hat auch mal für die Nationalmannschaft gespielt und der war auch mit mir da. Den habe ich da auch getroffen. Krass, Mann.
Aber ich war auch schon mit den Jungs auch unterwegs. Ich kenne viele Spieler persönlich, auch in Spanien oder so. Man hat sich getroffen. Ja. Also ich kenne da schon einige. Ich wusste gar nicht, dass der eine, der dieser Hakimi, der in Paris spielt. Ja. Bruder, ist ja, du musst ja krass sein, in Paris zu spielen. Der ist der beste Außenverteidiger der Welt, würde ich mal sagen. Guck mal, ich wusste das gar nicht. Deswegen, ich habe die Mannschaft auch völlig unterschätzt. Ich meine, wenn du so einen hast, krass. Der ist krass, natürlich. Der ist für mich auf jeden Fall der beste Außenverteidiger der Welt. Ah, das ist krass. Ja, Bruder. Boah, was für ein Jahr, Alter. Guter Abschluss auch mit diese, also sehr, sehr emotional, das Rauf und Runter, auch wenn das Jahr ein bisschen schwierig angefangen hat mit Corona und so. Aber gut. Würdest du sagen, du hast noch einen geilen Moment auf das Jahr gehabt? In diesem Jahr würdest du noch erwähnt sein? Ne? Einen geilen Moment, also... Ich mein, irgendeinen Moment, wo du sagst, das ist mir noch im Kopf, geil. Ich mein, außer die 50 Mal, die du mich zum Essen eingeladen hast, die brauchen wir nicht erwähnen. Ich überlege, was war denn geil in diesem Jahr? Was, wie hat denn das Jahr angesehen? Ja, mit bisschen Lockdown und Corona und weiß gar nicht. Nee, Lockdown war davor das Jahr. Dieses Jahr war... Ich glaube, das erste halbe Jahr habe ich extrem musikalisch viel gearbeitet. Genau. Du hast ja ein Album gemacht. Habe ich auch das Album gemacht mit Kapi. Auch krasses Album. Das ist überraschend. Das kam, das war jetzt auch nicht abzusehen. Mhm. Das ist geheim gehalten. Kam überraschend, wie die Leute das so gemacht haben. Das war ganz gut. Und dann das zweite halbe Jahr habe ich viel trainiert. Ich habe viel trainiert, ich habe viel Sport gemacht. Du hast viel Sport gemacht, aber du, bist, du hast aber auch Twitch gemacht. Das war auch krass. Twitch gemacht. Genau, viel in Twitch. Genau. Also insgesamt war eigentlich ein gutes Jahr für mich. Ein relaxtes Jahr. Ja. Nicht so extrem. Das Jahr davor, 2021, habe ich schon mehr gearbeitet. Also, was heißt gearbeitet, sondern extremer, intensiver in der Musik. Zwei Releases, glaube ich. Genau, zwei Alben und so weiter. Dieses Jahr war eigentlich so, dieses Collab-Album, das war auch locker eigentlich. Das war so cool, das haben wir auch schnell gemacht. Und insgesamt, was nehme ich mit aus 22 Jahren? 7 Kilo Muskelmasse. Kann man das echt messen? Bestimmt. Nein, oder? Ja. Das, du hast ja so gedacht, boah, ich der basiert so auf seine 7, der weiß das 100%. Ja, ja. Also kurz überlegen. Das ist einfach 7 Kilo Muskelmasse, ist einfach so, die man im Jahr dazu gewinnt. Ich glaube, das geht gar nicht ohne Steroide. Oder wie so Rock, einfach 50 Jahre lang behaupten, man nimmt nichts, aber aussehen wie so ein Monster. So. Ja, ja, Bruder, er sieht aus wie ein Monster. Das Rock ist schon. Ja, ist clean. Ist also, Liver King. Kennst du den Liver King? Wer ist das? Dieser Typ, der immer halbnackt mit Bart rum ist. Ja, wurde jetzt so den erwischt haben beim Testo. Angeblich frisst er so rohe Leber immer. Quatsch, Alter, ey. Ist alles Testo. Was nehmen wir uns für 23 vor? Also. In 2 Jahren, also nächstes Jahr, also nicht 23, sondern 24, auch schon wieder Europameisterschaft, ne? Ja. Na, ist auch wild. Ja, was nehmen wir uns vor? Ich würde sagen, ich bin gar nicht so ein Typ, der so großartig langfristig plant, sondern immer Step by Step gucken, was kommt und die Sachen auch so nehmen. Wie ist es bei dir? Hast du im Kopf schon... Du wolltest ja eigentlich so wie wir mal gesprochen haben vor längerer Zeit, war das eigentlich, wolltest du dieses Jahr keine Musik machen. Du wolltest mal ein Jahr keine Musik machen, aber das ging ja nicht. Das hat dann doch das Album gemacht. Also mal jetzt das nächste Jahr vielleicht keine Musik machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Gut. Ich weiß es nicht. Ich meine, man weiß es auch nicht. Ja, Musik ist ja auch so eine Leidenschaft. Also wenn dich packt, dann... Genau. Du hast jetzt auch für Halal Drop auch wieder einfach was gemacht. Voll. Ja, Mann. Ja, also ich glaube, im Halal ist wirklich, das habe ich, ich meine, ist für mein voller Ernst, ich habe das im Ralle auch gesagt, kannst du auch den Link vom Shop da? Ich habe denen gesagt, ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, auch monetär, was ihr nicht ausgeschöpft habt. Wir arbeiten ja dran. Ja, also das ist auch ein also ich arbeite da dran. Also dann vielleicht. Ich will auch den Leuten keine Scheiße oder irgendwie auf Masse gehen, sondern ich versuche, was Geiles auf die Beine zu stellen. Ja. Wir haben eine gute Designerin und wir arbeiten das gut aus und wir. Es wird dahin kommen, inshallah, wenn alles gut läuft und wenn ich alles auch so umgesetzt kriege, wie ich es mir vorstelle, kommen wir dahin, wo ich hin will. Sehr gut. Bis jetzt habe ich alle Ziele erreicht, außer Kim Kardashian ins Bett zu kriegen. Es wird immer möglicher. Es wird immer möglicher. Ja, also, weil ihr habt einen guten Altersunterschied und ihr wird immer älter und Und siehst auch nicht mehr mit Kanye zusammen? Genau. Und ich habe mich auch noch gut gehalten für mein Alter, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja möglich. Ja,
Ja, macht das mit Hellan Money. Ich glaube, ihr könnt da viele geile, also vieles, viel, also wirklich groß werden. Und für mich ist es halt auch wichtig, dass ich weiterhin Leute kenne, die erfolgreich sind. Das hält mich am Leben. Das hält mich satt. Haltet euch an mich und ihr werdet nie hungern. Was hat ihr denn angetan, Scott? Ja, was war für ein Film dieses Jahr? Was war dieses Jahr der beste Film? Was haben wir gesehen dieses Jahr? Dieses Jahr war Dune dieses Jahr, aber für mich der beste Batman Film. Batman haben wir geguckt dieses Jahr, oder? Batman haben wir gekotzt. Haben wir ja, was haben wir noch geguckt? Batman haben wir gekotzt. Wir haben uns alle gefickt. Batman war richtig. Star krass. Wars, alles ist gefickt. Endor ist geil, aber. Habe ich nicht geguckt. Ey, Bruder, glaub mir, ich weiß, nach Boba Fett, nach das hat man keinen Bock mehr. Ja, aber Endor ist wirklich geil. Was kommen jetzt noch für Serien? Ey, es kommen ein paar von Star Wars, kommen jetzt ein paar. Aber was für Star Wars Serien? So diese Ahsoka. Was ist Ahsoka? Einer der Jedis mit diesen komischen Haaren. Ach, die machen, also ich habe gar keinen Bock mehr auf Star Wars. Wollte ich gerade sagen. Aber Endor ist richtig geil. Diese Obi-Wan-Serie, die war. Ey. Oh mein Gott. Obi-Wan, weißt du, wie das war? Wie jemand, den du zeigst ihm so die Figur von Obi-Wan und sagst ihm aber nichts über Star Wars. Ja. Und so eine Serie machen, so war das. Nix hat gestimmt. Aber guckst du auch gern Star Trek? Das ist nicht so dein Ding. Ne? Ja, weil auf Paramount Plus, neue Star Trek Serie, die fand ich ganz gut. Ich guck nur sowas, Medical Detectives. Ja, ich weiß, was du guckst. Du guckst True Crime. Ich guck übertrieben True Crime. Ey, und soll ich euch auch einen guten YouTube-Channel sagen? Sag mal. Außer deiner ist sowieso der Beste. Danke. Ben Bugatti, kennst du den? Ja klar, das gucken wir auch immer. Ja, der ist mir. Ey, schöne Grüße, Ben. Ich habe den sogar schon getroffen. Wir gucken auf Twitch immer seine Dokus. Okay. Der macht da immer so geile Zusammenfassungen. Der hat die geilsten Dokus, so. Alter. Leider keine aus Deutschland, aber da gibt es auch nicht so viele. Was willst du da Storys, erzählen? Ja, ja. Er macht so geile Storys. Da rufen die den alle an. Ey, das stimmt. Ja, das stimmt so nicht. Ey, was ist das? Warum machst du mich runter? Ey, warum sagst du, wir haben den erpresst? Der ist doch zu uns gekommen und wir haben den... Ich schwör's dir. Er wollte uns doch Geld geben. Wir wollten das gar nicht nehmen. Ja, Bruder. Das. Aber ich kann nur sagen, Filme dieses Jahr Schrott. Nix, was im Kopf geblieben ist. Außer Dune. Deutsche Musik dieses Jahr? Die du geil fandest, die du richtig gefallen hast? Alles von Flair? So. Nee, boah, es ist schwer. Ey, es ist doch alles Flaute gerade, oder? Alle sind auf TikTok, alles ist Flaute. Wie siehst du die Branche überhaupt? Also jetzt nur gesamt, nicht Rap, Map. Also sondern, ich denke mal, dass... Also ist das eine Flaute gerade oder fühle ich das nur so? In den nächsten Jahren wird es mit Sicherheit einige Steuer... für einige Sprechgesangsartisten wird es... Die werden mit einigen steuerlichen Problemen zu kämpfen haben. Wieso glaubst du, weil dies ja so schlecht gelaufen ist und die das Geld ausgegeben haben schon? Bro, das ist für viele Leute, ne? Also wenn du da jetzt mal mit so einem Auge rüberschielst auf deren Zahlen, ja, ja. Dann siehst du natürlich, dass das... Unglaublich. Also wenn die Glück haben, dann reicht das für den Beat aus, ne? Alter, das wird wild. Nächstes Jahr viele Insolvenzen. Also viele Insolvenzen und dort wird natürlich auf jeden Fall einige Sprechgesangsartisten, für die wird es sehr, sehr schlecht ausschauen. Und nicht, dass da nur jemand aus der Hecke kommt, rausgesprungen und da noch hier eine ein oder andere Überraschung hat für den ein oder anderen Sprechgesangsartisten da draußen, oder? Ja, das kann immer passieren. Guck mal, du hast 2008 angefangen, ne? Ja. Da war ja auch ein bisschen wie jetzt, nicht ganz vergleichbar, aber war auch eine ganz tote Zeit. 100%. Snagger Pill hat dann aufgehört, Sammy Deluxe hat aufgehört, Curse hat aufgehört, 2007 hat Agro zugemacht, aber eine tote Zeit. Würdest du sagen, jetzt im Augenblick haben wir so eine ähnliche Zeit oder ist es nicht so krass? Also, wie siehst du das? Also das war für mich die, da habe ich angefangen. Ja, das heißt, du hast eh gar nichts mitbekommen. So, das, ne? Ich habe sowieso keine, ich habe mit meinem ersten Album 2000 Euro oder so verdient. Ja, das ist dann eh, finde ich auch, ja. Also was soll ich dir sagen, daher, wie gesagt, ich komme von so einer Zeit. Ja, genau. Man ist ja aus der Zeit, an diese Zeit erinnere ich mich auch. Deswegen ist das für mich jetzt gerade nicht so wild, aber ich denke trotzdem nach, was ist das Problem? Für einen anderen, ich habe für andere Leute, die, na klar, die haben damit Probleme, ne? Aber wie gesagt, ich sehe auf jeden Fall für viele, sehr, sehr viele Leute, die stehen jetzt vor der Wand. Naja. Weißt du? Und... weil solche, vieles ist auch nicht aufgegangen in der Szene. Ja, ja. Diese ganzen Playlisten und so, das funktioniert nicht mehr. Ja.
Du beobachtest. Hast du mir erzählt, das habe ich in einer Folge mal erklärt. Du hast mir das mal erzählt, dass du beobachtest, dass in der letzten Zeit du, deine Zuhörer kommen von woanders, nicht von Playlisten. 100%. Das geht und die Leute, die, also das war mal irgendwann mal das Nonplusultra, wo wahrscheinlich jeden Freitag, hast du das mal bei Twitch gemacht? Hast du das? Ja. Du musst in die Playlist. Sonst genau, das heißt, du hast jeden Freitag wahrscheinlich getwitcht und dann, boah, jetzt hören wir an, was. Fordert das heute noch jemand bei dir? Es ist vorbei. Wenn du das jetzt machst, verlierst du Zuschauer, oder? 100%. Ich glaube, nur noch Marvin macht das, ne? Marvin, das ist so sein Thema. Grüße. Aber das macht gar keiner mehr. Ja, das Marvin, ich glaube, die mögen das bei Marvin, weil er die Leute hart disst. Ja, ja, weil er sie rantet. Dann macht die so fertig dann, ne? Aber wenn du jetzt so, ich sag mal, du bist so sehr objektiv, der Marvin nicht. Der hasst alle. Nee, aber ich glaube, sein Style, dieses Ranten, das lieben die Leute. Ja, ja, na klar. Aber ich glaube, aber auch bei ihm wird das nicht mehr so pieken wie früher. Genau, das letztes ist Jahr noch hatte er locker damit viel, viel mehr Zuschauer. Es ist einfach nicht mehr das Ding. Die Musik interessiert nicht mehr. Genau. Aber was ist das Problem? Also, das Problem ist, dass das einfach inflationäre Scheiße ist. Das ist übersättigt. Ja, ne? Bro, das war zu viel. Das ist zu viel, Bruder. Das war zu viel. Irgendwann mal, weißt du, wie das ist? Weißt du noch früher Karate Tiger? Das war der geilste Film. Dann haben die fünfte, sechste, siebte und dann haben wir das nicht mehr geguckt. Ja, aber wir haben immer die erste geguckt. Der erste und dann hast du den zweiten vielleicht noch mitbekommen. Ja, ja, ja. Und dann hast du schon gemerkt, ey. Die ficken uns nur. Die nehmen irgendwelche Karate-Filme, nennen das Karate Tiger 3. Ja. Und wir so, hä? Ist das das? Das sind ja nicht mal dieselben Schauspieler. Genau, so ist das auch. Ich weiß, So, ja, random. So hat sich das dann da auch abgegeben. Scheiße, aber wann erholt sich das? Also wird sich das erholen? Wann ich weiß nicht, ob sich das erholt, aber ich sehe auf jeden Fall bei vielen Leuten, da ist kein Potenzial vom Handwerklichen alleine her. Ja, ja. Wenn du nicht in der Lage bist, selber Musik zu machen oder mit deinem Ghostwriter oder ey, ich habe nichts dagegen, ne, aber da, du hast ja keine Berechtigung, da dich mit irgendwelchen Leuten zu melden. Ich glaube, die Leute, die vor 3-4 Jahren, wo man die für tot erklärt hat, die sind jetzt lebendiger denn je. Und gerade so diese ältere. Ja, man unterschätzt die man hat durch die ganze. Es ist eine Trenderscheinung. Ja. Shisha-Cafés, Internet-Cafés. Wir haben viele Trends erlebt. Und Deutschrap war auch mal so ein Trend. Ja, totaler Trend, ja. Totaler Trend. Ja, voll. Und das flacht jetzt ab, ne? Ja. Weil du da immer natürlich irgendwelche 60 Kilo Jugendliche mit Migrationshintergrund. Mit Fußballtrikot. Mit Fußballtrikot. Die versuchen da natürlich. Den Jugendlichen mit ihrem gebrochenen Deutsch versuchen die denen zu imponieren durch irgendwelche Drogengeschichten aus ihrer Vergangenheit. Und das ist auch schon too much. Ne? Jeder erzählt dieselbe Geschichte. Ja. Ich glaube, weißt du, was bei dir gut ist, aber auch so bei so Leuten wie Savas oder so, ich glaube, was euch jetzt zugutekommt, was man aber völlig vernachlässigt hat, ist große Archive, große Backkatalog. Ja, natürlich. Dadurch also alleine schon von meinem Back-Katalog, also sagen wir mal so, da würde schon der ein oder andere Sprechgesangsartist, dem würde das schon helfen bei seinen Steuerschulden, ne? Die jetzt da im nächsten Jahr auf den zukommen, dann kommen ja noch die Vorauszahlungen noch. Ja, ja, das macht ja das Ganze dann natürlich auch nicht unbedingt angenehmer für die jungen Spunde. Und dann stehst du da mit 22, 23, da warst du da noch vor 2 Jahren der Star. Hier, Jungs, guck mal, ich war hier auf dem Modus Mio Cover. Und jetzt, was ist jetzt? Jetzt hast du da mit den Steuerschulden zu kämpfen. Und hebst die Finger. Da musst du Finger heben. Ja. Da hebst du den Finger. Ich könnte froh sein, Finger heben ist jetzt verkürzt worden. Das heißt? Ja, auf 3 Jahre, ne? Man kann Insolvenz auf 3 Jahre verkürzt. Früher war es 7 Jahre. Ja, siehst du, dann kannst du in 3 Jahren wieder Handyvertrag machen. Kannst du dann, hebst du den Finger? Ja. Ich hätte jetzt auch einen guten Vergleich mit Finger heben, aber den spare ich mir. den hätte ich mir schon denken. Aber ey, sag mal, sind so Firmen auf dich schon zugekommen? Es gibt so eine neue Erscheinung, so Startups, die kommen und kaufen Lizenzen auf Riesenkataloge ein, kaufen das groß ein. Justin Bieber macht das, Justin Timberlake hat das gemacht. In Deutschland fangen die jetzt an damit. Ja, hat sich schon jemand verkauft? Nee, es kam eine Firma auf mich zu, die wollen so zusammenarbeiten und habe ich gesehen, die sind so Leute, die machen gar nicht Musik auf. Das sind Investmentfirmen. Mhm. Die kaufen deine Musik einfach für eine große Summe auf, für so und so viele Jahre. Komplette Rechte. Ja, im Prinzip machen die
Musikbusiness, aber nur ein Teil des Musikbusiness. Du ja, weißt die ja. kaufen und vertreiben. Die kaufen einfach und machen über Masse. Der Vertrieb ist digital. Einfach, genau. Ja, ja. Das ist so wie, keine Ahnung, BMG, Agro Berlin noch lizenziert hat auch ein paar Jahre. Aber die machen nur diesen Teil des Businesses. Also ich habe davon auch gehört und zufälligerweise heute hat mich sogar jemand drauf angesprochen. Aber noch ist niemand bei mir klopfen gekommen. Ja, krass. Also wie ich gesagt, erzähl dir mal nachher, welche Firma das ist. Und dann vielleicht können sie ja connecten. Vielleicht kannst du mal gucken, mit, keine Ahnung. Was meinst du, was sie zahlen für meinen Katalog? Ich, also ich denke, die gehen sehr mathematisch dran und nicht so wie mit Glauben und mit Emotionen, sondern die gucken, was hast du die Zahlen gemacht, was hast du die letzten 2-3 Jahre gemacht. Kann man ja alles digital aus. Das weiß man ja alles. Du kannst ja gar nicht mehr so wie früher, so, Bruder, wir haben so und so viele CDs verkauft und keiner weiß. So, man kann es ja genau sehen bei Spotify. Und oder bei den DSPs und dann gucken die, geben eine Prognose und geben dir auf die Prognose das Geld. Krass. Im Prinzip. Und für dich ist das gut, du hast Zeit gewonnen. Und du verkaufst ihn komplett die Rechte für immer. Ich glaube, in Deutschland kannst du das nicht. Ich glaube, das geht in Deutschland nicht. In Amerika geht das schon. Ich glaube, du kannst geistiges Eigentum nicht verkaufen für immer. Aber du kannst ihn zum Beispiel. Aber geistiges Eigentum ist ja nur die GEMA. Nee, du hast recht, das ist ja die Lizenz. Die Master Rights kann man für immer verkaufen. Wahrscheinlich, ne? Egal. Doch, ja, kann sein. Der Gewinn, der Win für dich ist halt Lebenszeit halt. Man gewinnt halt, man holt sich zum Beispiel, man geht davon aus, beispielsweise in den nächsten 20 Jahren würde deine ganze Musik 15 Millionen machen zum Beispiel. Mhm. Und die geben dir jetzt 10. Würdest du das machen? Hast 5 weniger, aber du hast 20 Jahre gespart. Zeit. Mit dem Geld kannst du investieren, kannst arbeiten, Roos zum Beispiel bist schnappen. Schutzgeld. Schutz gibt dir ja. Roos, hier mach mal eine, hör mal mein Album. Mach mal eine Schutz. Aber ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Du kannst mit dem Geld arbeiten. Du hast das Geld, kannst mit dem Geld arbeiten. Ey, prinzipiell bin ich nicht abgeneigt. Man sollte sich immer alles anhören, außer das, was auf Modus Mio und Deutschrap brandneu publiziert wird. Ansonsten sollte man sich immer alles anhören. Ja, gute Sache. Ja gut, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, würde ich sagen, Freunde, das war das Jahr mit Farid. Guter Talk, jetzt haben wir... man lernt doch mal einmal die Regeln, lass uns mal zocken. Ja, ich muss mich mal wieder mit Shirin verabreden. Vielleicht... so geht das. Wir so, damit du wisst. Ja, das weiß ich. Das Pferd... Macht ein L. L. Perfekt, L. Viele Rapper machen auch ein L, aber das ist eine andere auf die Stirn. Auf die Stirn, ja. So. Gut. Du gehst jetzt nach Hause und springst in diesen Geldpool, was du hast. Ich werde hier weiter arbeiten. Bruder, bei dir. Lass euch nicht täuschen. Das ist da, guck mal, ich habe so. Ich will nicht sagen, wir machen jetzt von den Leuten Portemonnaie Talk. Wir holen Portemonnaie raus, wie viel Geld man hat. Okay. Komm mich holen, dann kannst du sehen, ich habe nix. Okay. Nur komm. Rechnungen. Ich hab. Komm mich holen. Ich hol auf. So. Aber wir sehen, ich hab nix. Hast du extra rausgetan? Nein, komm mit Tasche. Ja, warte, ich sehe nicht alle meine Karten hier. Er holt meine raus, schick meine Tasche weg, dann kommt er nicht mit deiner Tasche. Guck mal, der holt das Geld raus, siehst du? Nein. Ich wollte nur nicht, dass du die Tasche anfängst zu messen. Wie, was die kostet und so. Ja. Guck hier. Erstmal ein Fake, ein guter Fake, ist Fake, oder? Ja. Boah, die hat der. Hast du die in Dubai gekauft? Weil da habe ich die gesehen, da gab es die noch. In Bodrum habe ich die geholt. Ja. Ich hole auch alles von Bodrum. So. Sollen wir jetzt gucken, wer mehr Geld hat? Ja, wir gucken jetzt. Okay. 30, 40, 100. 35. Guck mal, du hast gewonnen. Hab ich schon gesagt, hier. 135 Euro. 220. Das verrät eigentlich alles. Guck mal, weißt du, was die Wahrheit ist? Ich habe gerade von jemandem noch Geld bekommen für irgendwas. Das hier ist die Wahrheit. Das, Leute. Wann hat man 100-Euro-Schein? 135 Euro habe ich, Leute. 135. Lass dich hier rum. Ich habe 100... Ey Bruder, 135? Ja. Hab ich doch auch. Guck mal, 20? Ach ne, das sind 235. Ach. Mann, ich hab's versucht. Also, ich hab mehr Geld als Farid Bang. Leute, was wollt ihr von mir? Guck mal hier, was für ein Handy ich habe. Guck mal, Leute. Ich hab. Wie er, der reich ist, läuft mit so einem Handy rum, bitte. Jeder weiß, ganz ehrlich, jeder weiß.
Wer keine Hülle hat, ist Millionär. Das weiß man. Bruder, zeig mal deins. Ja, das habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Siehst du das Große, ne? Nicht dieses billige wie ich. Ich habe ja das kein Geld. Ich hab, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Leute, was soll ich euch sagen? Ich lasse heute ein paar Subs bei dir. Geht's dir schlecht? Ich lasse heute ein paar Subs. Zeig mal das Ding. Leute, das hier, Freunde, das ist kein Spaß. Ja. 10.000 Euro. 10.000? Nein, ja, weiß ich nicht. Was kostet das, Tori? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Nee, das kriegt man doch so gar nicht. Ich muss noch mit der Tasche zusammenholen. Ehrlich? Nein, Wichser, Alter. Ich sag euch, Leute. Leute, lasst einen Sub bei uns. Lass mal ein paar Subs hier, weil ich. Lass mal ein paar, dass er nächstes Mal, weil er hat dieses Mal nicht ganz das Doppelte von mir gehabt. Lass mal ein paar Subs, damit er das Doppelte hat von mir. Das kann so nicht sein. Ja, und ansonsten. Frohes. Wann erscheint das? In nächsten Tagen. Schöne Weihnachtszeit, Freunde. Rutscht gut rein, falls wir uns nicht mehr sehen. Ich glaube, wir sehen uns nochmal. Rutscht gut rein und wir sehen uns ja demnächst bestimmt in Düsseldorf, wenn du wieder dein Lamborghini Urus fährst und ich aus der Straßenbahn. Auch Geld, die ist aber auch Geld. Ich Leute, guck mal, was für wie krass. Der hat mehr Geld als Farid Bang. Ich hoffe, du läufst durch die Straßen und du sagst, und du machst mit Farid Bang Geldcheck, ne, wo die Leute denken, ich mache jetzt immer Geldcheck mit Rappern. Das ist eine und gute dann. Sache. Sehr gut. Freunde, yes, yes, yo. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Die traditionelle Folge, 1.1. mit Pia. Ich versuche, sie hinzukriegen. Ist ein bisschen Struggle. Die Badewann-Folge, die kriege ich auf jeden Fall hin. Und die Jahresrückblicksfolge mit Flair versuchen wir auch noch hinzukriegen, natürlich. Und Freunde, falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen schönen Rutsch. Ich wünsche euch nur das Beste. Und aber ich denke schon, dass wir uns nochmal sehen. Ja, ich werde auch noch ein paar Mal streamen. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was waren eure Highlights dieses Jahr, eure persönlichen Highlights, was wollt ihr im nächsten Jahr vielleicht, was sind denn die Highlights fürs nächste Jahr, was ist geplant oder macht ihr es so wie ich, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, beziehungsweise im Prinzip Hans im Glück, einfach die Sachen nehmen, wie sie kommen. Ich bin kein großer Planer, ich habe Visionen immer, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, in den nächsten 6 Wochen, in den nächsten 8 Monaten, in den nächsten, das ist nicht bei mir so. Ansonsten konntet ihr connecten mit Farids Highlights, mit dem, was er gesagt hat. Schreibt mir alles in die Kommentare, Freunde. Wir werden das dann bei Twitch mal ein bisschen reinziehen, auf Lunge ziehen. Und was willst du von mir? Freunde, wir sehen uns. Ach so, Gang-Zeichen, damit alle wissen, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung.